Wiesbaden! Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 25. Wir melden uns live aus den NDL Studios in Mainz-Kastel. Frau Riegel an meiner Seite kriegt sich schon fast nicht mehr ein vor Lachen. Ihr seht, wir sind in bester Laune, was vielleicht damit zusammenhängt, dass es in letzter Zeit keine Spiele des SVW in Wiesbaden zu sehen gab. Aber deswegen machen wir auch heute unsere Saisonvorschau auf 2018-19. Ja, wir haben uns das fest vorgenommen, schon beim letzten Mal und tatsächlich gehalten Wort. Wir blicken schon mal auf die nächste Saison, noch vor der WM. Bevor wir uns noch kurz mit der WM beschäftigen oder auch nicht. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich in unserer Mitte, Micha. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja. Hallo liebe Hörer. Genau, so. Was seid denn ihr so gut drauf? Ja, es ist die Sommer. Beziehungsweise heute regnet es mal, aber an sich finde ich, das hebt auf jeden Fall schon meine Stimmung. Es ist lange hell, immer gut. Keine Pollen? Ja, die Pollenzeit, also meine Pollenzeit zumindest, ist vorbei. Das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil. Ansonsten gibt es ja momentan wenig, worüber man sich jetzt aufregen kann, wenn man jetzt so Nationalmannschaftsthemen jetzt nicht ganz so sehr im Fokus hat. Überzeugt, jetzt bin ich auch gut drauf. ein Weltneuheit hätte ich beinahe gesagt. Dafür bist du ja nicht bekannt. Wir hätten eigentlich einen DFB-Pokal gewonnen. Ja. Kommen wir nochmal zu deinem neuen Projekt. Bei der Saisonvorschau. Genau. Nicht mehr beim Rückblick. Wir haben über gute Laune gesprochen. Den Rückblick habt ihr vor zwei Wochen gehört. Nein, aber ganz ernsthaft. Es gibt ja hier ein tolles, neues, berichtswertes Podcast-Projekt von und mit Sonja. Das nennt sich Popmillionär. Möchtest du mal uns kurz berichten, was du oder ihr da treibt? Ja, ich bin euch podcastmäßig fremdgegangen. Das ist okay. Ich höre das beleidigt aus der Stimme. Und gerade weil du, Gunnar, du wirkst mich immer ab, wenn ich mit dir über Musik reden will. Eigentlich nicht, aber es interessiert mich nicht. Ja, du lässt mich immer so ins Leere reden, das ist auch ganz gut. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach jemanden gesucht, mit dem ich über Musik reden kann. Und das tue ich unter dem Namen Popmillionäre überall zu finden. Ja. Ja. Also popmillionäre.de gibt es eine Homepage. Genau. Und Facebook, Twitter, Instagram. Überall. Und natürlich in den Podcatchern. Immer mit dem Namen Popmillionäre. Genau. Okay. Gut, und das machst du nicht alleine? Nee, das mache ich mit einem Kumpel aus Berlin und der ist Musiker. Okay. Das heißt, das passt ganz gut zusammen, finde ich. Also er macht Musik, ich schreibe über Musik. Ja. Dachten wir, da haben wir beide ein bisschen was zu erzählen. Genau, wir haben es ja schon mal erwähnt. Du betreibst ja auch eine Musikseite namens bleistiftrocker.de. Genau. Falls das jemand noch nicht mitbekommen hat, irgendwie in einer früheren Folge und auch gerne mal wissen möchte, was die Sonja gerne hauptberuflich macht. oder ansonsten sich außer Fußball noch sonst mit beschäftigt. Ja, auch da ist der Podcast verlinkt übrigens auf der Seite. Genau. Also, für Musikinteressierte, hört doch da mal rein. Habt ihr außer ESC und Singer-Songwriter-Gedöns irgendwie auch irgendwas, was mich ansprechen könnte? Wichtige Themen? Ja, halt irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Rock oder Elektro oder irgendwas, nein. Da wir ja nie wirklich über Musik geredet haben, weiß ich gar nicht, was jetzt so deine Musik sein könnte. Du siehst aber doch immer, wenn ich vorm Spiel zu den Sounds von Dr. Love auf der Nordtribüne. Ja, aber das ist ja keine Musik. Das ist ja Körperverletzung. Ja, siehst du? Läuft ja die Atzen und sowas. Also, ja gut, okay, die können wir jetzt mal ausblenden. Ich glaube, dass wir einigermaßen breit aufgestellt sind. Also wir haben jetzt auch über Lieblingsalben und so geredet. Und Sven, mit dem ich das mache, kam da mit einem Hip-Hop-Album zum Beispiel. Und ich kann jetzt mit Hip-Hop nicht viel anfangen. Also so, ich glaube, dass wir uns da einigermaßen ergänzen. Ob das jetzt deinen Geschmack trifft, das musst du mir dann vielleicht sagen, ja, wenn du reingehört hast. Dann machen wir mal eine Sonderfolge. Ja, ich habe tatsächlich bei euch noch nicht reingehört, weil ich jetzt einfach seit einiger Zeit nicht mehr so viel Zeit zum Podcast höre. Ja, das sagen sie alle. Ja, ich habe jetzt einen kurzen Arbeitsweg, was sehr schön ist, aber halt den Nachteil, dass ich nicht mehr so viel Zeit zum Podcast höre. Aber vielleicht komme ich im Urlaub jetzt mal dazu. Speaking of which, du bist bald unterwegs, Micha.
Super, super. Ja, ja. Ja, das kannst du nicht lernen. Ja, ich hatte es ja bei der letzten Folge angeteasert, wie wir so vieles, wie wir so oft gemacht haben in der letzten Folge. Ich habe ein Ticket ergattert für das Spiel der Philadelphia Eagles in London. Die NFL ist ja der Bundesliga noch schon ein wenig voraus. Die lassen ja auch Ligaspiele außerhalb des eigenen Landes stattfinden. was ja jetzt natürlich ironisch gemeint war, das finde ich natürlich erstmal nicht gut, aber in dem Fall ist es für mich einfach eine gute Gelegenheit, mein Team und den, ja, da sie jetzt Super Bowl Champion ja sind, war es auch nicht gar nicht so einfach an Karte bekommen. Aber ich habe eine bekommen, bin dann Ende Oktober in London ein Wochenende oder zwei Tage und will dann am Samstag auch ein Spiel der Premier League oder der zweiten englischen Liga, die das ist Championship, ne? Championship, genau, mir ansehen. Ich habe mich jetzt auch schon informiert, wann die Spielpläne rauskommen und so weiter. Und dann gut, da geht es ja noch um die zeitgenaue Ansetzung und so weiter. Ja, wenn es draußen Hörer gibt, die Erfahrung haben, wie man gut in London an Tickets kommen kann, außer jetzt über die teuren Kanäle, kann er mir das gerne mal mitteilen. Ansonsten, wie gesagt, muss ich tatsächlich gucken, was ist. Und wie gesagt, ist jetzt auch kein Problem, in der zweiten Liga ein Spiel anzusehen. Ist vielleicht sogar stimmungsvoller wie in der Premier League. Wobei ich auch gesehen habe, dass Arsenal und Chelsea werden wahrscheinlich Sonntag spielen, weil vorher Europa League ist, wo die ja beide mitspielen dürfen. Und von daher muss ich eh mal gucken, wer überhaupt ein Heimspiel hat. Und ja, im Optimalfall würde ich mir auch zwei Spiele angucken, wenn das zeitlich gut hinhaut. Aber ja, ich das glaub, ist mein Junge hier so. Das ist dann das Groundhopping-Rubrik mal richtig abgefärbt. Ja, oder du fährst, wie heißt das da, diese... Ich bin nicht ganz sicher, Hackney Marshes oder irgend sowas. Das ist doch da diese riesen Sportplatzsammlung da irgendwie, wo so, in, keine Ahnung, 50 Fußballfelder nebeneinander sind oder sowas. Wo sie diese ganzen Amateurligen oder diese bunten Ligen und sonstigen Sonntags da immer spielen. Sonntags bringt mir nichts. Ja, da kannst du bestimmt schon morgens hingehen. Da sind dann die ganzen Jungs irgendwie schon mit dem Kasten Bier und spielen dann ihre bunten Liga. Da kannst du bestimmt eine ganze Menge Spiele sehen. Da mache ich dann 5 Grounds gleichzeitig. Ja, oder? Nee, das zählt wahrscheinlich nur als ein Ground. Dann nimmst du dir so eine kleine Trittleiter mit oder sowas und dann kannst du von da aus 10 Felder gleichzeitig beobachten. Ja. Ja, nee, ich muss mal gucken. Ich bin tatsächlich bis in die dritte Liga runtergegangen und habe aber gesehen, dass so der Hauptspieltag da bei allen samstags 15 Uhr oder 16 Uhr ist und also zumindest in der Championship, in der zweiten Liga und von daher, und dass nur so Derbys oder im Prinzip so Risikospiele in dem Sinne vorgezogen werden, aber dafür dann Karten zu bekommen, ist wahrscheinlich schon wieder schwieriger, von daher wird's, mein Plan ist jetzt, dass ich mir ein Spiel im Stadion angucke und eins irgendwie in einem Pub oder so und dann sonntags das Eagles-Spiel und danach heim, das Ich denke, zweite Liga ist ticketmäßig machbar. Ich glaube, so richtig, richtig schwer wird es dann nur bei den ganz Großen. Ja, ich gucke. Entweder richtig schwer oder richtig teuer. Ja, natürlich. Ich war einmal in den USA bei den Eagles im Stadion, da habe ich es auch geschafft, an Tickets zu kommen, weil ich eben zum richtigen Zeitpunkt dann da war. Und ja, das war auch nicht so einfach. Von daher. Also in London war ich bisher nur einmal, da waren wir so am Boxing Day. Wir waren halt über Weihnachten und Neujahr, Silvester. Ein paar Tage in London und da hatte ich dann vorher geschaut, was am Boxing Day so geht und dann ja klar, so die Großen, ich glaube Arsenal und weiß nicht, wer war es noch, Tottenham oder Chelsea oder irgendwie, also zwei hatten sogar ein Heimspiel, aber die waren natürlich voll und wenn, dann ist auch teuer und weiß nicht was, aber damals war ich dann bei Fulham und das war eigentlich sehr cool. Also fandst du da irgendwie, ja, Karte kriegst du da Grave Cottage, das Fulham ist jetzt aufgestiegen wieder in die Premier League. Mhm. Das, die werden auch relativ weit oben auf meiner Liste. Ich muss halt dann, wie gesagt, gucken, wer überhaupt dann ein Heimspiel hat. Ja. West Ham, die spielen ja im Olympiastadion. Das wäre jetzt erstmal nicht ganz so weit oben auf meiner Liste. Andererseits vermutlich gute Chancen, Karten zu kriegen. Ja, die haben wohl ziemlich viele Dauerkarten auch am Start. Ah, okay. Weil den Engländern ist es, die haben kein Limit. Also wenn eine Dauerkarte kriegt ja, ich glaube, bei West Ham hatte ich mal geguckt, als ich mal überlegt habe, über Ostern, glaube ich, hinzufahren. Und die haben da so ein System, dass die Leute, wenn die ihre Dauerkarten nicht nutzen, zurück ins System schubsen.
Und wenn du da zur richtigen Zeit guckst, irgendwie kannst du da online dann im freien Verkauf irgendwie so eine abgreifen, glaube ich. Also wenn das noch genauso ist. Zugeschickt, so wie Agogo-mäßig oder was? Nein, es ist schon über deren offizielle Seite. Ja, aber es ist das Prinzip wie bei... Ja, so weit bin ich ja dann nicht gekommen, weil ich ja dann doch nicht gefahren bin. Aber, aber es gab dann irgendwann im freien Verkauf, ein paar Wochen vorher, halt diese Einzelkarten, die da frei wurden. Also Tottenham hat ja jetzt auch die ganze Zeit in Wembley gespielt, weil die ja ein neues Stadion bekommen haben. Das ist jetzt wohl, wird jetzt wohl fertig bis zur neuen Saison. Das wäre natürlich, hatte ich mir jetzt auch überlegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Charme diese hochmoderne Arena dann hat. Das kannst du rausfinden. Das wäre wahrscheinlich cooler gewesen. Ja, ja, aber gut. Von daher sowas. Something old, something new. Ja, so, something blue. nothing in blue. irgendwie so. Mal gucken. Ich freue mich jetzt schon und bin nicht nur gespannt auf den Drittligaspielplan, sondern halt auch auf den Premier League und Championship-Spielplan und von daher. Also ich habe damals ganz regulär über die Vereins-Homepage da die Karten geordert, aber gut, muss ja mal sehen, wenn jetzt die Spielpläne rauskommen. Aber gerne der Aufruf an die Hörer draußen, falls ihr euch zufälligerweise mit englischem Fußball und wie man da an Karten kommt und sonst irgendwas, falls es da noch irgendwelche Tipps und Insider-Infos gibt, immer her damit. Oder falls ihr in London lebt und uns da hört. Und außerdem noch irgendwie, weiß ich, am Flughafen abholen wollt und noch ein kühles Bier dabei habt oder was wäre noch? Micha sucht noch ein Bett für die paar Tage. Ich habe noch nichts gebucht. Ja, siehst du. Gut, wenn wir schon beim Thema sind, warst du auch jetzt in der Pause noch irgendwo unterwegs, Sonja? Hast du noch irgendwelche Spiele gesehen? Ja, aber nur eins. Also wir haben ja eben schon drüber geredet, dass ich ja in anderen Missionen unterwegs war. Mhm. Ich habe zum Beispiel den Podcast in Berlin aufgenommen. Da war ich auch ein bisschen unterwegs. Aber Spiel habe ich tatsächlich nur eins gesehen und das war gestern. Mhm. Das war die U19 Aufstiegsspiel. Also das, was der SVW letztes Jahr hatte. Mhm. Das spielt dieses Jahr der FSV Frankfurt. Die sind Hessenmeister geworden. Und die spielen gegen Elversberg jetzt diese Aufstiegsrunde. Da war gestern das Hinspiel. Okay, in Bornheimer Hang dann oder was? Ja, genau, auf dem Nebenplatz Bornheimer Hang. Und das haben sie eigentlich sau unglücklich verloren. Also sie haben jeweils mit dem Abpfiff von der ersten und der zweiten Halbzeit ein Gegentor bekommen. Okay, dann 2-0 dann oder? Und, nee, 1-2. Also sie hatten dann den Ausgleich noch geschafft in der zweiten Halbzeit irgendwann, hatten dann auch ganz gute Chancen und dann mit der letzten Chance Elversberg. Das heißt, sie fahren jetzt mit dem 1-2 ins Rückspiel. Mhm. Mal schauen, ob sie es noch schaffen. Also eigentlich keine so schlechte Truppe. Jetzt habt ihr ja 2-3 Mal gesehen, auch im Hessen-Pokal und bei ihrem Meisterschaftsspiel. Du hast auch U19 Hessen-Pokal geschaut. Ja, im Viertelfinale haben die gegen die Eintracht U19 gespielt. Ah, ich glaube, das hast du mal erwähnt. Ja. Stimmt. Da bin ich an meine Pokalfinalkarte gekommen bei dem Spiel. Ah, siehst du. Dafür ist das gut. Ja. Merkt euch das. Ja. Das muss man ja auch erstmal wissen, wann das alles ist. Internet. Ja, klar. Ja, stimmt, aber die sind zum Beispiel nicht in der Groundhopping-App drin, die U19-Spiele. Da sind nur Seniorenspiele drin, ne? Ja, ich glaube, die haben noch nicht mal Frauenspiele, oder? Das weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte mal gelesen, die hätten auch irgendwie so zumindest Frauen-Bundesliga. Aber ich bin nicht sicher. Also ich habe in meinem Leben nicht so viele gesehen. So ein paar, die habe ich dann per Hand jetzt eingegeben. Ja. Aber ich glaube, so regulär. Ja, also da fehlt noch ein bisschen was. Aber da muss man sich halt auch über andere Kanäle irgendwie dann informieren, wer so kickt. Mhm. Und so viel ist ja jetzt nicht mehr. Also jetzt geht ja bald dann so die Testspielserie zur neuen Saison dann langsam los. Das stimmt. Ja, gut, dann machen wir doch auch mal hier einen Punkt. Ja, oder? Aber ich wollte die Rubrik nicht leer lassen, da bin ich gestern nochmal losgezogen. Immer im Auftrag des Podcasts. Natürlich, natürlich. Ja, letzte Spiele ist... waren super. Ist schnell abgehandelt, gab es jetzt keine. Es ist gerade tatsächlich Pause. Vermisst ihr was? Nee, gerade geht's. Also ich habe mich jetzt ab und zu mal so dabei ertappt, wie ich so am Wochenende mich mal irgendwie mal so auf die Couch gesetzt habe. Irgendwie so, auch wo man so denkt, irgendwie so, boah, jetzt am Samstagnachmittag, ich habe jetzt gerade mal nichts zu tun, jetzt mal irgendwie so ein Fußballspiel gucken, das wäre jetzt eigentlich ganz cool. Aber das war jetzt halt gerade dünn. Ich habe dann in meiner Verzweiflung dann gestern Abend sogar nebenbei Formel 1 laufen lassen. Oh, ich auch.
Und da habe ich natürlich auch das Händchen immer, wenn ich einschalte, sind das die schleichlangweiligsten Rennen überhaupt, ja, wo man gerade gar nichts passiert. Ja, die Frau mit der Zielflagge war geil. Ja, guck, und das habe ich dann sogar verpennt. Das ist wahrscheinlich das einzige Aufregende. Das habe ich im Nachhinein gelesen, ja. Aber ansonsten, es gab ja irgendwie so nahezu null Überholmanöver. Aber gut, wir wollen jetzt ja auch keinen Formel-1-Podcast machen. Ja, ich hab am Freitag hatte ich mir das... Freitag war ja das Länderspiel. Und mit der anschließenden Pokalauslosung, und das hatte ich mir beides aufgenommen und habe dann einfach nur noch die Auslosung geguckt. Ich wollte gerade sagen, also das Spiel. Nee, das habe ich nicht. Da habe ich mir nur dann die Zusammenfassung angeguckt. Ich vermisse gerade nichts. Liegt aber auch daran, dass ich mich eigentlich immer ganz gut einstellen kann auf so Sachen, und ich weiß ja, dass jetzt Pause ist, und genau. Und es gibt so viel Neuigkeiten und was so die Kaderzusammensetzung angeht, und da das ist schon okay. Ja, dann gucken wir doch mal, oder? Ja, wenn es kein Dauerzustand ist, natürlich. Also ja. bitte fang mal wieder an. Darauf habe ich mich auch eingestellt, dass es irgendwann wieder losgeht. Auf jeden Fall, ja. Gut, jetzt ist am kommenden Freitag ist natürlich erst, Donnerstag geht's schon los, ne? Die WM geht jetzt los. Ja. Donnerstag, ich habe das erst... Donnerstag, 17 Uhr. Ja, genau, ich war ganz überrascht. Ich hatte, keine Ahnung, irgendwie sonst ging das doch immer freitags los. Und so habe ich das in Erinnerung. Und habe dann irgendwie geschaut in irgendeine App, weiß nicht, ich glaube in den Bandfootball oder sonst irgendwas, gucke irgendwie Freitag und wundere mich, dass Russland überhaupt nicht spielt. Dachte ich, was ist jetzt los? Wieso macht denn gespielt? So spielt der Gastgeber nicht. Wo ist denn das geile Auftaktspiel, hast du dir gedacht, ne? Ja, und dann stellte ich fest, tatsächlich, es geht schon am Donnerstag los, genau. Ja, mit einem Spiel und dann freitags 3 und samstags 4. Genau. Also Samstag wird das erste Deutschlandspiel am Samstag? Sonntag. Ja, okay. Ja, passiert halt, wenn du irgendwie so 100 Länder dazu lässt. Ja, also das wird ja dann noch viel toller ab 2026, wenn dann irgendwie diese 48er WM wahrscheinlich hier kommt. Nee, 2000. Was ja, 22 wurde jetzt ein Antrag gestellt, aber das haben sie jetzt wohl erstmal nochmal wieder zurückgezogen, und also die WM in Katar ist noch safe. Ein wunderbarer Satz. Die wird noch cool. Ja. Danach höre ich auf mit Fußball. Ja, da bin ich endgültig raus. Ja. Das ist das letzte Mal noch traditionellen Fußball gucken. Ja, kommt eigentlich als nächstes schon die EM in allen Ländern? Das ist jetzt die nächste jetzt, 2020. Ja. Das ist diese EM, die so über ganz Europa verteilt ist. Und dann 2024 möchte ja gerne Deutschland austragen. Und die ist dann auch schon mit 24 Nationen nochmal, gell? Die EM. Mit dem Scheiß. Ja, das ist 24 Modus. Haben wir doch jetzt schon seit letztem Mal. Ja, ja, genau. Die ist jetzt aber, weil da hatten sie überlegt, auch auf 32 hochzugehen. Also, was ich dann tatsächlich auch wieder besser fände, wie diese 24er. Ja, 24 ist halt blöd. Das hat mich früher bei den WMs schon genervt, ja. Bevor sie das aufgestockt hatten. Weil 24 ist halt blöd mit. Dann hast du ein paar Gruppen dabei. Das ist dann so rein rechterisch, dass du mir Mist. Ich würde mal den Aue-Präsidenten fragen. Der hat bestimmt eine gute Idee. Der hat bestimmt. So, dass man mal mit 19 oder so spielt. Dem ist bestimmt so nachts, als er nicht schlafen konnte, mal was richtig Geiles eingefallen. Der hat das nur noch nicht erzählt. Ja, bin da nicht ganz so böse, wenn man den nicht so oft fragt. Na gut, er ist uns ja erspart geblieben. Das stimmt. Ein Gedanken zu WM, EM hatte ich gerade noch. Entschuldigung. Nee, ich komme gleich wieder drauf. So mit cool und so? Nee. Ach ja, genau, jetzt, ich glaube, einen Tag vor Eröffnung, also das wäre dann quasi am Mittwoch, dann wird dann, glaube ich, schon darüber entschieden, wer der Gastgeber von 2026 sein wird. Ich meine, das ist jetzt irgendwie so, wenn sich die ganzen FIFA-Menschen jetzt da treffen. Ja, ist das nicht eigentlich schon klar? Naja, nicht so ganz. Es gibt ja zwei Kandidaten. Es gibt zum einen diese nordamerikanische Bewerbung, also vor allem USA mit ein paar Spielen in Kanada und Mexiko. Und Marokko. So, und je nachdem, wer da gerade mehr oder weniger Druck macht. Ja, wahrscheinlich. Ist das für dich klar? Hast du? Nein, die geht natürlich nach Marokko. Bist du da ganz sicher? Nee. Ich würde sagen, also das würde mich, ja gut, die letzten beiden wurden ja im Doppelpack vergeben mit Russland und Katar. Ja, das haben sie auch schon mal bezeichnet. Ja, das kann man im Nachhinein sagen, wenn die Taschen auf beiden Seiten voll sind. Und gut, also jetzt hast du, was war vorher? Brasilien. Davor war Südafrika, Brasilien. Deutschland. Russland. ich zähle die Gastgeber auf, nicht die Sieger.
Katar. Nein, Gunnar ist gerade rückwärts gegangen, ja, du bist vorwärts gegangen. 2006 ja. Ja, okay, gut, aber ja. Also die letzten waren ja jetzt Amerika, gut, Brasilien ist Südamerika, ja. Ich gehe trotzdem davon aus, dass diese Kombo-Bewerbung das dann. Ich wüsste jetzt nicht, wie eine 48-Nation-WM in Marokko stattfinden soll, aber gut, die werden die Bewerbung entsprechend eingereicht haben. Ja. Wenn man so hört, war das ja damals schon bei diesen bei dieser Club-WM 2013, da wollte ich ja auch hin, das hat dann zeitlich nicht gepasst, aber da waren dann einige Bayern-Fans aus dem bekannten Kreis waren ja dann dort und das waren ja nur zwei oder drei Spielorte, ja. Das war schon wohl irgendwie ziemlich chaotisch organisiert. Also ja. Da hat man ein bisschen Angst, wenn dann jetzt 48 Nationalmannschaften dann da auflaufen würden. Aber gut, die EM 2024 entscheidet sich ja dann wohl auch noch zwischen Deutschland und der Türkei. Ja, weil wann die jetzt. Ja. Wann wird das eigentlich entschieden? Das. Okay. Ja, da wird nur unser Stadion dafür ausgebaut. War ja gerade erst Legendenspiel Deutschland gegen Türkei. Ne? Genau. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das habe ich mir irgendwo noch in meinen Notizen drin. Du warst am Ende sogar da. Nein, ich war nicht da. So verzweifelt war ich dann doch nicht. Genau das war mein Gedanke an dem Tag. So dahin, nee, komm. Nee. Ja, lass uns doch mal ein bisschen über Wien Wiesbaden sprechen. Jetzt gibt es nämlich, was heißt jetzt, gibt es eigentlich schon seit ein paar Tagen den Sommerfahrplan, das heißt der Sommerfahrplan. Und wenn wir da mal kurz drauf blicken, es geht nämlich am nächsten Montag schon los mit dem offiziellen Trainingsstart oben auf dem Hallberg. Ist da wieder Party mit Freibier und so? Das haben sie jetzt nicht dazu geschrieben und dazu wäre es auch eine blöde Uhrzeit. Montags 14 Uhr, das ist ja jetzt ja nicht unbedingt irgendwie so eine Zeit, wo du jetzt irgendwie so als... Ich habe Urlaub. Ja, aber... Ich bin Freiberufler. Und ja. da guck ich Schweden gegen Südkorea. So. Du hast auf dem Hallberg mit so einem kleinen Pocket-Fernseher. Nee, daheim. Auf der Couch. Kann man doch streamen. Also. Ja, nee, das ist aber nicht so schön. Also. Hat man da oben genug Empfang zu streamen? Natürlich. Gibt's da Strom? Fliesenbau. Ich hab's ja noch nicht gehört. Ja, dann... Genau, so, dann trainieren die da erstmal fleißig ein paar Tage auf dem Hallberg. Die Chancen stehen gut, dass kein Schnee liegt. Ja. Ja. Dann gibt es am Samstag in der Woche gleich hier bei Sonja um die Ecke. Nein, nicht ganz, es ist zwei zum Laufen. Man kann das schon laufen, aber dann wäre man halt doof. Ne? Zumindest in Castell gibt es ein Benefits-Spiel zugunsten von Go for Ghana. Ich nehme an, das ist irgendwie eine gemeinnützige Organisation, die irgendwas Gutes für Ghana tut. Ich habe mich nicht näher informiert, muss ich zugeben. Ja, aber wenn die Go for Ghana heißt, wenn man da nicht hinläuft. Stimmt, Sonja, Autoverbot. Also die Benefits NL-Aktion könnte da starten. Will ich euch aber auch hinlaufen sehen. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon, habe ich den Kontinent schon verlassen. Ja, dann läufst du mal schön. Nee, da laufe ich nicht. Wenn alles gut geht, gucke ich an dem Tag schon mein erstes Spiel in einem neuen Länderpunkt. Aber wenn es dann soweit ist, dann berichte ich davon in der nächsten Folge. Kein Teaser? Nee. Wo fahrt ihr? Ja, mal gucken. Es ist tatsächlich die Planung ein bisschen. Ich kann es aber erzählen, wir fliegen nach Japan. Oh yeah. Genau. Und also die erste Liga, die pausiert jetzt. Kann man die ganzen ehemaligen Bundesliga-Trainer besuchen? Ne? Ja, es wäre cool, wäre natürlich jetzt irgendwie so nach Kobe oder irgend sowas. Ja, da hat Poldi angeschrieben, oder? Mit Podolski und den Jester, das hätte ich mir natürlich schon angeschaut. Aber wie gesagt, die erste Liga, die macht jetzt auch Pause während der WM. Aber die zweite und die dritte Liga, die spielen. Allerdings spielen die tatsächlich halt auch nur so, bis auf ganz wenige Ausnahmen, halt immer am Wochenende. Und gerade, also es ist nicht so, dass sich das komplett verteilt, dieser Spielplan. Schweinerei. Also, das passt so mit unserer Reiseplanung, sieht es nicht so gut aus, dass das irgendwie so richtig gut ist. Ja, ist die Planung scheiße. Ja, aber da gibt es halt auch noch andere Einflussfaktoren. Wie lange seid ihr da? Insgesamt 3 Wochen. Das ist super, ja. Bin ich etwas neidisch. Ja. Aber dafür gehen wir nach Mainz-Kastell vor Ghana. Genau, also ich werde... Benefits Bier oder so. Ich werde dann auch den größten Teil der WM vermutlich verpassen. Und die Spiele, die werden dann halt irgendwie nachts um 3 oder sowas dann stattfinden zu meiner Ortszeit. Das heißt, im allerhöchsten Fall stehe ich mal für ein Deutschlandspiel auf. Aber in Japan wird es auch nicht weit bringen. Ich habe dir in der Vorbereitung gesehen. Ja. Mal gucken. Vielleicht sehe ich mal irgendwo in eine Kneipe oder sowas ein japanisches Spiel oder sowas, wenn die vielleicht nicht nach um 3, sondern. Wie viele Stunden sind die voraus? 8? Ja, sowas.
Ja. Oder sind sogar neun, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, geht's doch morgens los. Ja, wie gesagt, also das ein oder andere Deutschlandspiel ist nachts um drei. Also das ist ja schon wirklich schon so voll in der toten Zeit. Ne? Da gehört's auch hin. Selbst wenn du dann den Wecker stellst oder was, dann bist du ja nach einer halben Stunde wieder voll. Na gut. Egal. Ich guck mal. Ich werde danach dann berichten. Zurück zum SVW. Also ein Benefizspiel. Dann ist die Woche drauf auf dem Hallberg Dienstagabends ein Spiel gegen Schott Mainz. Spielt dann noch unser Mann. Das ist ein Ablösespiel für Jan Bangert. Jan Bangert, genau. Ich glaube, der ist da noch. Ja. Ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört zumindest. Ich gucke das nach. Ja. Und dann den folgenden Samstag in Ginsheim. Welches Ginsheim ist das? VfB Ginsheim, ist das hier von Ginsheim Gustavsburg? Ja, ist da, wo ich neulich war. Das ist ja gerade hier um die Ecke, ne? Ja. Das könnte man mit dem Fahrrad fahren. Nein, das kann man nicht laufen. Mit dem Fahrrad kannst du gut fahren. Ich bin ja nur hier am Main entlang. Ich bin, glaube ich, seit ich Führerschein habe, kein Fahrrad mehr gefahren. Naja. Sie hören den Umweltpodcast. genau. Und dann im gleichen Rhythmus geht es weiter. Wieder Dienstag nochmals auf dem Hallberg ein weiteres Testspiel gegen Wormatia Worms. Haben wir nicht von denen kürzlich erst gesprochen? Yes. Jeden Podcast geht es um Worms. Ja. Wien, Wiesbaden gegen Wormatia Worms, das ist doch... Das hat sich irgendein Sprachfetischist ausgedacht. Übertragen im World Wide Web. Kommentiert vom Wolfgang Wolf. Genau, und dazu gibt es Wegwashed and Boy. Autsch. Aber hatte nicht St. Pauli, hatten die nicht mal irgendwie so ihren Spaß, dass die jedes Mal gegen irgendjemand mit W gespielt haben? Oder? Ja, das kommt später noch. Ja, genau, aber das ist schon... Die hatten auch immer einen glatzköpfigen Trainer eine Zeit lang. Okay. Ja, ja. Gut, ich wollte auch mal so was Zusammenhangloses so in die Gegend erzählen. Mach ruhig weiter. Was heißt hier auch was Zusammenhangloses? Nee, war super, mach weiter. Ja, dann geht's ins Trainingslager nach Bad Göggingen. Micha, wo ist Bad Göggingen? Baden-Württemberg. Nee, ich glaube, es ist in Bayern, oder? Ja, wenn sie gegen Pippinsried spielen und Jan Regensburg wahrscheinlich. Ich meine, es ist irgendwo... ist das Oberpfalz oder? Und fahren die immer hin, oder? Nee, das letzte Mal war es, glaube ich. Echt? Aber ja, habe ich schon öfter irgendwie gehört, dass ja, ja. Oder vielleicht ist. Wie auch immer. Irgendwo im wunderschönen Freistaat Bayern. Im Süden, wo es warm ist. Jan Bangert ist jetzt in Hannover natürlich. Ah ja, natürlich. Das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch links. Eieiei. Was reden wir denn? Bad Göggingen hätten wir mal nachgucken können vorher. Genau, da gibt es zwei Testspiele. Eins wieder dann dienstags gegen den FC Pippinsried. Die spielen in der Regionalliga Bayern, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, ja. Die sind recht gut, ja. Und dann noch gegen Jan Regensburg, immerhin Zweitligist. Und das soll in der Nähe von Bad Göggingen stattfinden. Ich nehme mal an, der Samstag ist wahrscheinlich dann schon der Rückreisetag. Wahrscheinlich werden sie dann auf der Rückreise aus dem Trainingslager dann auch irgendwo dieses Spiel mitnehmen. Wenn sie irgendwo einen freien Sportplatz finden. Wahrscheinlich sowas, ja. Genau, und dann geht's zurück und dann mittwochs, dann bricht es ein bisschen aus dem Samstagsschema. Dann mittwochs gibt es dann noch ein Spiel gegen Astoria Waldorf. Ich glaube, die haben wir jetzt auch die letzten drei Jahre jedes Mal gehabt in der Vorbereitung, oder? Oh, das war ein bisschen... Beziehungsweise FC Astoria. FC-Astoria heißen die ja, ne? Das könnte doch auch ein Rückweg dann sein. Da war ich bei so einem Auswärtsspiel. Ja, mittwochs nicht, da sind die schon längst zurück. Dann, wie lange geht das Trainingslager? Na, bis zum... Ach, 14. Ja, okay, dann sind sie zurück. Ja. Bad Göggingen ist südwestlich von Regensburg. Ja, ja, gut. Wahrscheinlich spielt es nach Regensburg. Im Trainingsplatz. Genau. Dann gibt es am 20. oder 21. Juli wieder mal das Licher Fanfest in der Britta Arena. Also sprich so die offizielle Saisoneröffnung mit einem Testspiel gegen einen meistens höherklassigen Gegner. Meistens haben wir einen, oder bis jetzt immer, glaube ich, einen Bundesligisten gehabt, ne? War das nicht auch mal Lautern? Ja, möglicherweise war es auch mal Lautern. Aber letztes Jahr war es, glaube ich, letztes Jahr war es doch gegen Mainz, ne? Und davor gegen Frankfurt oder umgekehrt? Nee, ich glaube, letztes Jahr war es Mainz, davor Mainz Frankfurt. Stimmt, es war auch schon mal gegen Mönchengladbach, meine ich. Naja, ist auch egal. Jedenfalls. Irgendwas, was nicht schnell genug absagt. Irgendwas werden sie schon noch finden. Das ist ja dann meistens für die Erstligisten. Die sind dann noch relativ am Anfang von der Vorbereitung. Und wir sind dann schon quasi am Ende topfit, brennen darauf, dass es losgeht. Naja, gut. Jedenfalls. Bin ich bis dahin schon aus dem Urlaub zurück, dann gehe ich wahrscheinlich damals mit dir Fanfest, weil ich ja mittlerweile bestimmt ausgedörrt bin und Fußball gucken möchte. Da
bin ich im Urlaub. Siehste. Und dann eine Woche drauf, irgendwann zwischen dem 27. und 29. ist dann der erste Spieltag in der dritten Liga. Micha guckt zweifelnd. Ja, weil es müsste korrekt heißen auf der Homepage 27. bis 30. Ja, das ist am ersten Spieltag auch schon? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Kommt noch. Genau. Sprechen wir gleich noch drüber mit den angehenden Montagsspiele. Ja, und dann kann man sich auch mal ins Termin schon mal vormerken, oder zumindest als groben Rahmen, das Wochenende rund um den 18. 19. August. Oder ganz, ganz genau vom 17. bis zum 20. von Freitag. Ja, hier Montag. Passt jemand auf, ne? Ja, ja. Vorsichtig sein. Da findet die erste Hauptrunde im DFB-Pokal statt. Und da kennen wir jetzt seit Freitagabend unseren Gegner. Der da lautet? FC? FC St. Pauli. Genau. Das Sankt ist wichtig. Lässt du bitte meinen Küchentisch stehen? Ja, da ist er schon ein bisschen eigen, ne? Für einen kleinen Trommelwirbel. Ja, FC St. Pauli, was halten wir denn davon? Vielleicht wird endlich deine Anfrage zu Buadus jetzt. Ja, da muss ich nochmal nachhören. Ja. Beantwortet. Ich glaube, der Vertrag läuft aus da. Aber der hofft bestimmt, sich bei der WM ins Rampenlicht zu spielen. Ja, das kann sein. Ja, also ich hatte erst gehofft, wir nehmen noch auf, bevor die Auslosung ist, wo wir dann noch ein bisschen, aber gut, das wäre ja alles nur Spekulatius gewesen. Was hättest du dir denn gewünscht? Ja, einen machbaren Zweitligisten. Siehst du? Das wird voll erfüllt. Jetzt haben wir sogar einen, ja, was heißt machbar? Also die haben sich ja auch gesteigert in der Rückrunde. In der Regel ist die Rückrundentabelle die aussagekräftigere und da war St. Pauli ja ganz gut. Die waren ja, glaube ich, die Hinrunde war richtig schlecht von denen. Von daher ist machbar relativ. Aber natürlich ist es ein Gegner, wie letztes Jahr Aue, wo du auf jeden Fall eine Chance hast, gerade wenn du ja vorher auch schon 4 Ligaspiele gespielt hast. Bei fast jedem Bundesligisten werden die Chancen deutlich kleiner. Und von daher freut mich das, zumal es ja ein vermeintlich cooler Zweitligist ist und allein wegen dem Namen auch, denke ich, sicherlich ein paar Leute kommen werden. Die bringen selbst sicherlich auch eine Menge Leute mit. Die haben ja auch bundesweit viele Fans. Von daher werden wir wahrscheinlich auch deutlich mehr Zuschauer haben als letztes Jahr in der ersten Runde gegen Aue. Also ich denke schon, dass das Stadion vielleicht nicht ganz ausverkauft, aber schon gut gefüllt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so 2/3 oder so 8.000, 9.000 Leute oder sowas, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Mal gucken, was es wird. Infos zum Vorverkauf und sowas gibt es noch nicht. Wahrscheinlich müssen sie auch erstmal den Termin festlegen, den genauen. Wäre natürlich blöd, wenn es jetzt irgendwie so montagsabends oder sowas wird, aber das hoffe ich mal jetzt nicht. Ja, da sind ja zum Glück nicht so viele Spiele. Ich denke mal, dass ich hätte jetzt eher mal so 5.000, 6.000 geschätzt, aber vielleicht, wenn die Saison auch ganz gut losgeht, also ich denke, es wird kein Problem an Karten zu kommen, wenn man sich da kümmert, aber... Ja. Aber sich eigentlich ein fast perfektes Los, aus die Mischung aus Attraktivität, aber trotzdem sportlich noch eine Chance zu haben. In St. Pauli ist das ja irgendwie so der Running Gag, dass die Pokal ist nur einmal im Jahr, ist der ganz bei denen der Spruch, weil die auch so traditionelle Erstrundenverkacker sind. Ja, sehr gut. Ja, herzlich willkommen. Genau, also ich hab mir mal den Spaß erlaubt, da mal in so ein Forum reinzugucken und da war schon vorher, so als der Thread angelegt wurde, irgendwie lange vor der Auslosung, gegen wen fliegen wir denn diesmal in der ersten Runde raus? Wahrscheinlich gegen den Viertligisten. Haben sich alle den Fünftligisten gewünscht, irgendwie, damit sie wenigstens eine Chance haben, irgendwie mal in die zweite Runde zu kommen und so weiter. Und dann haben dann manche dann geummt, es wird bestimmt irgendwie so einer aus der Spitzengruppe von der dritten Liga oder sowas. Ja, und danach, dann, als dann die Auslosung durch war, kam dann auch so, ja, okay, war ja klar. War alle ganz enttäuscht. Also das glaube nicht, dass da eine große Begeisterung jetzt zumindest. Ja, was sollen die denn sagen? Komm, sehen wir endlich mal ein geiles Stadion. Das wahrscheinlich nicht. Ja, klar. Also für jeden, der im Profitopf ist, sind natürlich die Aufsteiger in die zweite Liga oder eben die
ja, wie wer das jetzt führt und wer ist noch im Amateurtopf gelandet? Ja, also dann natürlich an Kaiserslautern und Braunschweig. Ja, genau, und dann halt führt in Aue, genau. Ja. Oder eben die Top-Teams aus der Drittliga sind natürlich die undankbarsten Gegner. Ich glaube, Darmstadt darf ja auch nach Magdeburg. Das wird die auch nicht unbedingt freuen. Oh ja, stimmt. Die Darmstädter, die Magdeburger schon eher. Ja. Genau. Wir hatten auf Facebook auch mal gefragt nach Kommentaren. Da hat uns die Bernadette geschrieben, die übrigens auch hier regelmäßig aktiv ist bei uns bei Facebook. Schöne Grüße mal wieder. Schöne Grüße mal wieder, genau. Wir hatten ja schon mal gegrüßt. Sie schreibt, grundsätzlich hoffe ich ja immer auf das Los gegen die Bayern. Aber St. Pauli finde ich mit das beste Los, das man erwischen konnte. Ich mag Pauli, die haben viele Fans in ganz Deutschland. Man ist nicht ganz chancenlos. Wird vielleicht nicht so ein Ansturm sein wie letztes Jahr gegen Schalke, aber gut besucht sein wird es allemal. Bing! Bing! Vielleicht sollte ich mal hier meine Benachrichtigungstöne ausmachen. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Und ich denke, das ist auch so der Grundtenor, den man so bei den meisten so gehört hat, von denen man was gehört hat. Ja, also freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja. Eine schöne Sache. Wäre natürlich auch irgendwie mein Traum gewesen, so Niko Kovac in seinem ersten Pflichtspiel gleich mal aus der Britta Arena zu fegen, aber gut. Man kann ja nicht alles machen. Du bist so undankbar. Ich bin überhaupt nicht undankbar. Gerade eben hier noch mal ein Pokal-Endspiel oder sowas und jetzt schon wieder ab. Ja gut, das hätte ja auch der Zeugwart mit denen gewonnen, ne? Ja, ich hatte eigentlich gehofft, wir kommen in den Pokalsieger dran, aber das kann ja immer noch kommen. Ja. Gut. Ja, ich hoffe, dass es danach noch eine Runde gibt. Und dann, ja. Man muss ja sowieso jeden schlagen, ne? Die Frage ist, ob es für Schalke noch eine zweite Runde gibt. Ja, hast du ja gesehen. Die Bayern haben Leipzig, Dortmund, Leverkusen rausgehauen und. Fand ich gut. Aber gut. Ja. Wir haben fast Schalke rausgehauen. Nee, die Chance auf die zweite Runde ist da. Und ich meine, selbst wenn du gegen Pauli rausfliegst, dann. Wenn es jetzt nicht ein total ärgerliches Spiel ist, gut, dann ist es halt so. Aber es ist ein schönes Duell der Kultclubs. Genau. Ich finde, so sollte man es auch verkaufen, so marketingmäßig. Oh ja, Kultduell, ja. Kult gegen Fitter. Ja. Das Sympathieduell Deutschlands. Genau. Tradition gegen Kiez. Das ist, ja, irgendwie sowas. Ja, da müssen wir mal hier ein gutes Wort einlegen beim Verein, dass die da. Das jetzt auch mal richtig. Ich glaube, da geht was. Die Social Media Kanäle richtig bespielen oder so, sagt man doch heutzutage. Ja. Ne? Wenn nicht, bespielen wir unsere damit. Ja. Mal wie so eine Fake-Kampagne. Oh ja, genau. Dann fliegen wir gleich raus. Ne? Werden wahrscheinlich geblockt. Dauerkarte entzogen. Unsere Timeline, unsere Followerzahl halbiert sich innerhalb von Minuten. Ja, na gut. Genug des Scherzes. Das ist also mal so der Ausblick jetzt auf die nächsten Spiele. Spielplan ist natürlich noch nicht da. Der soll, glaube ich, so anfangen. Ja, hoffentlich kommt er, bevor es losgeht. Ja, das ist ja immer so das Ding. Ich glaube, Anfang Juni kommt der für die erste und zweite. In der letzten Juniwoche. In der letzten Juniwoche. Ich glaube, am 26. oder so. Und eine Woche später kommt, glaube ich, der Drittliga-Plan. Ja, dann müssen wir dann immer noch gucken, dass das dann irgendwie alles dann hinhaut. Das ist mit über... Aha. Ich krieg hier interessante Nachrichten reingehalten, während ich am Reden bin, das ist jetzt auch irgendwie klar. Muss ich überbrücken, soll ich mal meine Lieblings-Exoplaneten aufzählen? Meine schönen Gruß an Jason. Es ist gut, dass wir ihn hier aufnehmen, weil meine Frau hat mir gerade geschrieben, dass zumindest bei uns Stromausfall ist. Okay. Ja, das ist ja zum Glück am ganz anderen Ende der Stadt. Richtig. Ja. Team Mainz-Kastell. Ja. Also nicht wundern, falls es... falls ihr uns nicht mehr hört, lass einfach noch. Okay, dann gucken wir doch mal, was sich sonst so außer möglichen oder außer den Pokalgegner sonst noch so an Neuigkeiten hier. Oh Gott, was eine Riesenliste, ne? Ja, das meiste kann man hier schnell abhandeln. Ja, dann machen wir schnell. Dann solltest du das machen, Sonja. Komm, geh nach Hause. Thomas. Ja, du bist doch hier viel besser aufgehoben. Ja. Nur schön die Frau im Dunkeln hocken lassen. Ja klar, hier ist Strom. Die kommt gleich her, wahrscheinlich hat sie gerade eingeladen. Wenn sie was zu trinken mitbringt, kann sie gerne kommen. Was gibt's Neues beim SVW in Wiesbaden? Gucken wir uns nochmal die Personalien an. Den Max Dittgen haben wir jetzt fest verpflichtet. Das war dann relativ bald klar. Nach Saisonende kam das, glaube ich, direkt. Das haben wir auch schon erwähnt, ne?
Haben wir es sogar schon erwähnt? Ja. Ich glaube, das haben wir uns alles aufgehoben mit Verweis auf diese Sendung. Echt? Ach stimmt, wir haben so oft hier drauf verwiesen. Ja, ja, wollen wir nochmal verweisen, dass wir eine tolle Abschlusssendung das letzte Mal gemacht haben? Nochmal so ein Backlink. Also wer die letzte Sendung verpasst hat, sollte die nochmal sich anhören. Auch vor allem, weil wir so oft auf diese hier verwiesen haben. Ja. Okay, ich glaube, sie haben es verwirrt. Also, bis 2020, also jetzt kriegt jetzt einen Zweijahresvertrag, der war dann jetzt sozusagen ablösefrei, nachdem Kanzler dann abgestiegen ist. Und ja, hat man auch schon erwähnt, ich meine, der ist noch jung genug, der kann sich noch entwickeln. Und gerade wenn man so als Außenspieler einplant, denke ich, ist das keine schlechte Idee. Ja, ist ja in dem Sinne keine Verstärkung, weil er schon da war. Ja, genau. Er wäre eine Verstärkung, wenn er wieder da weitermacht, wo er mal angefangen hat. Aber ich denke, wie er zu uns kam, ja, vor der Verletzung. Genau. Aber wenn er jetzt für außen eingeplant ist, fest, dann ja, habe ich die Hoffnung, dass er sich da wieder steigert. Ist ja ein Platz frei, ne? Bis jetzt fehlt es noch so ein bisschen in der Mitte, aber gut. Ja, okay, weiter geht's. Es wurde dann ebenfalls vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet, ein Abwehrspieler namens Giuliano Modica, ein Argentinier mit italienischen Wurzeln, wenn ich das richtig jetzt mir gemerkt habe. Die Argentinier auf jeden Fall, ja. Genau, der ist aber irgendwie als Kind schon nach Deutschland gekommen. Ich glaube, der ist irgendwie so in Offenbach oder in der Ecke groß geworden, hat auch in der Jugend, glaube ich, für Offenbach gespielt und dann da auch den Sprung in Zwingen. Der Name klingt nach großer, weiter Fußballwelt. Ja, Mensch. Super. Da kann man bestimmt auch irgendwie tolle Anforderungsgesänge drauf machen oder sowas. Da fällt uns schon was ein. Giuliano. Oh. Das ist ja voll der Knaller. Das wird man nicht. Wenn du bis Ralf Siegel gibst, der macht dann Hit draus. Also erstmal. Das besprechen wir in Folge 2 von Pop-Millionär. Erstmal müsste dann. Das heißt ja hier wir, hallo? Also er ist ja Innenverteidiger, der wohl in Kaiserslautern jetzt im letzten Jahr auch viel verletzt war und dann auch nicht mehr zum Zug kam und die meisten ihm jetzt keine Tränen hinterher geweint haben. Von daher, gut, er war beim Zweitligisten im Kader. Vorher war er allerdings in Dresden und ist mit denen aufgestiegen. Und da war er wohl damals Stammspieler, glaube ich. Ja, genau, das, wie gesagt, das ist jetzt die Frage. Wenn er jetzt fit ist, ist er wahrscheinlich eine bessere Alternative wie die wir jetzt zuletzt hatten. Und ja, dann gibt es da bisschen Konkurrenzkampf an der Innenverteidigung, weil da ja auch immer mal einer ausfällt, von daher. Ja, gerade Ruprecht hat ja öfter mal mit Wehwehchen zu tun und ja, die ein oder andere Sperre ist eh immer drin bei Innenverteidigern, also von daher, da brauchst du schon, also ich meine, wenn du die alles doppelt besetzen willst, dann brauchst du 4 Innenverteidiger und je nachdem, wie man jetzt Niklas Dahms zählt, ob man den jetzt eher als defensiven Mittelfeldspieler einrechnet, planmäßig, oder auch als Innenverteidiger, hast du dann jetzt 4 oder 5. So. Das Gute ist ja, dass er beides kann. Ja, genau. So, dann gab es einen weiteren Neuzugang vom... Mal zur Abwechslung? Mal zur Abwechslung, mal vom 1. FC Kaiserslautern. Haben die noch Spieler überhaupt? Ja, die haben, glaube ich, schon eine Menge neue geholt. Okay. Aber haben auch schon einige abgegeben, klar. Niklas Schipnowski heißt der junge Mann. Der ist ein, wie ist es? Offensiv. Also er ist bei Transfermarkt wieder als Rechtsaußen geführt, ist aber variabel einsetzbar. So stand es dann, glaube ich, auch in der Pressemitteilung. Also sprich, das würde für mich bedeuten, beide Außenbahnen offensiv als auch im Sturm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein tendenziell auf den Außen, ja, also als offensiven Flügelspieler eingeplant haben. Weil da hatten wir ja dann auch mit Diabosi, Müller und Schwadorf, der noch keinen neuen Vertrag hat, ja, theoretisch auch ein paar Abgänge. Genau. Da war es ja dann auch, ja. Also in der Meldung vom Verein wird mindestens 4-mal der Begriff Außenbahn erwähnt. Also es ist wohl klar, dass er jetzt nicht für die fürs Sturmzentrum eingeplant ist. Genau. Ja. Wobei, wenn die es 4-mal erwähnen, ist auch wieder verdächtig, oder? Dann haben die mit dem was ganz anderes vor. Dann ist er irgendwie so der Ersatztorwart. Genau, der ist noch ziemlich jung. Der ist erst 20. Haben wir jetzt gerade bei Monika gar nicht erwähnt. Ich glaube, der ist 26 oder irgendwas. Oder 27 in der Größenordnung.
Also auf jeden Fall dürfte Schipnowski immer im Kader sein. Ja, aufgrund der U23-Regelung. Genau. Und wenn ihr dann schon bei Transfermarkt nachseht, auf welcher Position er spielt, guckt euch an die Rubrik Erfolge. Denn die ist toll, da steht. Soll ich sagen? Ja, natürlich. Okay, also bei Niklas Schipnowski steht unter Erfolge Abstieg aus der zweiten Liga. Und das schafft nicht jeder. Ja, vielleicht war derjenige, der es eingetragen hat, kein FCK-Fan. Ja, ich weiß nicht, wer das da, ob die da freie Hand haben, so wie du bei Wikipedia. Und das ist aber ein geiles Troll-Level, oder? Einfach so von Vereinen oder Spielern, die du nicht magst, einfach so Scheiße reinschreiben. Ne? So, ja, kann man verlorenes WM-Halbfinale 2006. Größter Erfolg. Das WM-Finale daheim geguckt. Kurz vor Turnierbeginn verletzt. Ja. Von Jogi aussortiert. Ah, dann ging es ja direkt weiter. Ja, dann ging es Schlag auf Schlag, möchte man fast sagen. Dann kamen nämlich gleich zwei Neuverpflichtungen, beide auch für den Sturm, aus der Regionalliga Nord. Wie ich danach gehört habe, war Christian Hock wohl vor einiger Zeit schon da irgendwie im Norden unterwegs und offensichtlich hat er da gleich eine Einkaufstour gemacht. Da gab es zum einen den Daniel Kofi Kiere, bisschen schwieriger Name, er hat wohl ghanaische Wurzeln. Der kommt vom TSV Havelse aus der Regionalliga Nord. In Wolfsburg ausgebildet. Genau. Auch erst 22, also auch auf jeden Fall noch jemand, von dem man sich sicherlich noch Entwicklungspotenzial verspricht. Und ja. 11 Tore plus 6 Vorlagen in der letzten Saison in 29 Spielen. Ja, und ich glaube, das meiste davon auch in der Rückrunde, also jetzt, wenn ich mir das richtig erinnere. Aber weil sie jetzt nicht gesagt haben, dass er weiß, wo das Tor steht. Das ist eigentlich ja. Davon sind sie weggekommen ein Stück weit. Das ist mir aufgefallen. Das trauen die sich nicht mehr zu schreiben. Aber wir haben Daniel mehrmals beobachtet und in der Rückrunde ist er in Havels durchgestartet. Von den Anlagen her bringt er sehr viel mit. Jetzt wollen wir dieses Potenzial zusammen herausarbeiten. Ich stelle mir gerade vor, wie die so jedes Rückrundenspiel von Havels sich angucken. Ja, in mehrmals beobachtet. Da könnt ihr auch schon zweimal rein. Also ich war auch ein junger Mann, der unter die U23-Regelung fällt und ja, Talent hat. Von daher wird er wahrscheinlich auch regelmäßig sich gerade mit dem Kollegen Martinovic dann irgendwie um die erste Einwechslung ballen. Oder so, ja, also, genau. Mal schauen. Genau, dann gleich einen Tag später, aber ich glaube, sie haben. Nein, am gleichen Tag, das kommt, das hast du doch rausgefunden mit irgendwelche Infos von irgendwelchen Bildern ziehen. Und ja, genau. Modisch im Mode analysieren. Micha hat es schon angekündigt, weil. Ja, ich hatte mit dem Volker telefoniert. Also du musst doch deine Quellen schützen. Mit einem unbekannten Fanbeauftragten des SVW in Wiesbaden. Warum sagst du denn Fanbeauftragten? Ich habe mit dem Volker telefoniert. Ich kenne mehrere Volker. Ach so. Mit irgendeinem Volker aus irgendeiner Stadt. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie es eigentlich aussieht mit Neuverpflichtungen und so weiter, ob er da was weiß. Und dann wusste er natürlich nichts. Er hat nur gesagt, dass er weiß, selbst wenn mehrere Spieler an einem Tag verpflichtet werden, dass die dann an unterschiedlichen Tagen bekannt gegeben werden, die Verpflichtungen, damit jeder so seine Plattform hat. Mhm. Und genau, das sich halt auch ein bisschen besser macht. Und dann hat der Gunnar dieser Information. Da hatte ich natürlich gleich einen Blick drauf, weil nicht nur bei der Verpflichtung von Daniel Kiere, sondern auch am Tag drauf, als die Verpflichtung von René Guder bekannt wurde, fiel mir dann auf, dass Rüdiger Rehm auf beiden Bildern, die dazu gepostet wurden, das gleiche T-Shirt trägt. Und da ich davon ausgehe, dass der Mann nicht, jetzt vor allem bei den sommerlichen Temperaturen, nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dasselbe T-Shirt anzieht, habe ich natürlich messerscharf geschlossen und dann auch gleich mal in die Bilddatei reingeguckt. Das wurde kurz hintereinander verpflichtet, weil aufgenommen diese Fotos. Also das heißt, sie haben dann eben nach gleich zwei Stürmer aus der Regionalliga verpflichtet. Vielleicht haben die auch schon eine Fahrgemeinschaft gebildet. Ich hätte ja gedacht, dass der Trainer einfach noch in Urlaub ist, dass sie da so eine Wachsfigur hingehockt haben, die einfach im gleichen T-Shirt beide begrüßt. Der Gesichtsausdruck ist tatsächlich leicht abweichend. Ja, Wahnsinn. Ja, das vielleicht hat der Trainer auch an der Ostsee Urlaub gemacht und sie haben dann so ein Wien-Wiesbaden-Pappding dahinter gepflanzt. Das ist natürlich auch möglich. Ja, genau.
Vielleicht hat er auch einfach mehr. Habe ich immer im Kofferraum, wie so die Sponsoren waren. Ja, auf jeden Fall. René Gude. René Gude ist natürlich ein fantastischer Name für jemanden, der jetzt nach Südhessen zieht. Der ist vom. Wo kommt der her? Weiche, von Weiche Flensburg. Weiche Flensburg, die ja fast in die dritte Liga aufgestiegen wären. Ne? Die sind an Pele Wollitz zerschellt. Ja. Die haben genau die Regionalliga Nord. Ja, gewonnen, sind Erster geworden, haben den Pokal gewonnen, also sprich, sind auch im DFB-Pokal dabei. Die sind also Regionalliga Nord Meister. Ja, genau. Ja, gut, Regionalliga, ja, sind ja dann mehrere Regionen. Okay. Dabei sind die einzigen, die beides gewonnen haben, ja, auf dem Niveau. Okay. Und in der Relegation gegen Cottbus gescheitert und da hat er auch getroffen. Ja. Allerdings einmal zu wenig. Offensichtlich. Aber, Tunnel, weißt du, warum kaufen wir Leute, die einmal zu wenig treffen? Und in der Regionalliga 16 Tore, 8 Vorlagen, ist auch kein so ein schlechter. Ja, die haben ja auch hinten raus mega Gas gegeben nochmal in dieser Regionalliga-Saison. Da war ja eigentlich der HSV 2, war ja schon fast Meister. Die haben sich die ja noch geschnappt hinten raus. Ja, gut, weil sie auch so viel Nachholspiele hatten. Ja, das war ja in der Liga sowieso völlig abartig. Die haben ja die letzten 10 Wochen, glaube ich, englische Wochen gehabt. Naja. So, bei ihm heißt es jetzt, er kann variabel im Angriff eingesetzt werden und alle Positionen bekleiden. Also der ist dann auch, ja, vermutlich so der... Als Allrounder, ob du dann links, rechts oder in der Mitte gerade mal einen brauchst, ist ja auch nicht schlecht. Das hilft sicherlich. 23 ist auch, auch gut. Laut Artikel das beste Fußballalter. Ja, früher war das mal so 26. Ja, aber im besten Fußballalter, wenn man noch einen 23-Spieler im Kader braucht, vielleicht. Ja, das Interessanteste da war noch, dass also es gesagt wurde, dass es auf dem Wunschzettel zahlreicher Vereine in der dritten Liga war. Und so wurde es auch auf anderen über andere Medien verkündet, dass die halbe Liga angeblich an ihm dran gewesen wäre. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das die Konkurrenten jetzt Lotte und Halle waren oder Karlsruhe und Rostock. Und ob der Satz nicht einfach aus der Wehenpressemitteilung übernommen war. Das kann natürlich auch immer sein, aber ja, gut, jetzt hast du zwei gute Regionalligastürmer verpflichtet, dafür ein Breitkreuz und ein irgendwie Budulu abgegeben, da würde ich sagen, haben wir uns tendenziell verbessert, wenn man, ja gut, die Erosi muss man noch mit einbeziehen. Ja gut, dafür haben wir jetzt den Schipnowski. Dafür haben wir noch Schipnowski, aber ja, ich sag mal, bis auf die Erosi dürften wir uns da tendenziell verbessert haben, ja. Ja gut, von die rein von den Daten, die wir, ich habe die ja nie spielen sehen. Ja, das ist schwierig zu sagen. Von Diabosi wussten wir vorher natürlich auch nichts und der hat natürlich fantastisch eingeschlagen. Wenn jetzt ein Schipnowski daherkommt und annähernd auch so spielt, das wäre natürlich großartig. Ja. Genau, ich habe auch einen lauteren Fan als Kumpel. Und, ja. Und den hatte ich dann auch mal angeschrieben und der meinte, dass der Schipnowski schon ein ganz guter wäre. Also da war er dann wohl eher traurig oder überrascht, dass der dann zu uns geht. Was? Ja, gut, sehen wir dann. Ja, ja natürlich. Wie er klarkommt in der Großstadt. Von all denen haben wir natürlich noch nichts gesehen, außer dem, was wir jetzt lesen, wissen wir natürlich nichts. Also das werden wir dann abwarten, ganz klar. Ja, das heißt, wir haben jetzt einen Abwehrspieler und drei neue Offensivspieler geholt. Das heißt so, ich sag mal, in der Offensive sind jetzt eigentlich so alle Planstellen besetzt. Eventuell bleibt der Schwadorf noch, das werden wir dann wahrscheinlich so am Ende der Vorbereitung dann sehen, ob der einen Vertrag kriegt oder nicht. Hinten ist halt höchstens noch die Frage, ob man mal einen Linksverteidiger findet. Aber ansonsten ist das eigentlich auch ziemlich komplett. Und es fällt halt jetzt auf, dass im Mittelfeld noch eine große Lücke klafft. Was so die Planstellen zumindest mal angeht. Also da haben wir momentan Sebastian Mrowca als Sechser. Wir haben Niklas Dahms als Sechser, wenn man da einplant. Wahrscheinlich eher als Sechser.
Und es gibt noch David Blacher, den man so als offensiven Zentralen einsetzt, der vermutlich eher wenig Perspektive hat. Als Offensivzentralen nicht einsetzt? Ja, wahrscheinlich. Als Offensivzentraler Tribünen. So, aber ansonsten ist da nicht mehr viel, ne? Ja, Lorch könnte man noch. Lorch, möglicherweise, genau. Das haben wir das letzte Mal berichtet, dass er uns da besser gefallen hat, zumindest in diesem einen Spiel, wo er dann mal. Genau, du hast natürlich auf den Außenverteidigerpositionen aktuell keinen wirklichen Backup. Also du hast jetzt für links gar keinen. Und für rechts ja eigentlich auch nicht. Du hast einen, also für rechts hinten, wo Kuhn spielt, der ja auch, wo du auch keinen gebraucht hast, solange der fit ist. Du hast halt dann einen Rovca oder auch einen Lorch, die da, glaube ich, spielen können. So vielleicht teilen die sich vom Gedanken her so einen zentralen Part und einen außenverteidiger Part. Und für links hast du dann halt noch Redemann. Ja, wobei er eher Innenverteidiger ist. Ja, genau. Ja, gut, also ich aber denke, hat ja letzte Saison auch da angefangen. Ne? Genau, also je mehr variable Spieler du natürlich hast, die auf zumindest zwei Positionen spielen können, desto besser ist es natürlich. Oder so plant Ditgen als Linksverteidiger. Oh ja. Hat er auch schon gemacht. Des Öfteren. Also ja. Hat so im Spiel ja nochmal gewechselt, dann halt mal rausgehen. Gut. Also, ich glaube auch nicht, dass das die 1A-Option ist. Sie haben ja auch gesagt, dass sie noch einen Sechser, einen Achter und einen Linksverteidiger holen wollen. Mhm. Und das würde dann ziemlich gut passen, wenn sie das tun. Ja. Das Allerwichtigste, wir brauchen einfach jemanden, der Andrich ersetzt. Genau. Genau. Das wäre ja dann so. Also wenn du dich. Sechser-Achter, je nachdem. Ja, halt jemand, der auch so ein bisschen das Spiel machen kann. Weil ja. Rovca ist ja eher so der Zerstörer und genau das brauchst du ja auch, aber du brauchst halt ja, auch den anderen. Ja, teilweise hat er auch schon ganz gute Pässe mal in die Spitze, aber ich sag ja, mal. Ja, aber allein vom Stil her. Ja, ja. Der grätscht sich da durch und dann brauchst du noch einen, der so ein bisschen mehr Bälle verteilt. Auf jeden Fall. Ja, vor allem hast du halt auch mit dem Rovca, der ja auch oft ausgefallen ist, einen Lorch, der am Anfang und am Ende der Saison fit war, aber dazwischen halt lange nicht. Ein Blacher, der auf den er drinnen nicht setzt und ein Darms, ja, der auch nicht die erste Wahl war. Also da hast du wirklich noch die größte Lücke und wenn du dich verbessern willst, sprich im Vergleich zum Vorjahr, dann brauchst du da noch und dann brauchst du keine Regionalliga-Spieler, meiner Meinung nach. Also da brauchst du schon nochmal vielleicht so den Königstransfer, wie es letztes Jahr antrisst. Ja. So, die Transfers jetzt fand ich schon gut. Aber du, der Knaller, wo du sagst, jo, jetzt hast du einen guten Ersatz für Andrich. Das ist ja auch die einzige Stelle in der Startelf, die jetzt wirklich noch. Genau, also ich meine, ansonsten ist ja aus der ersten Elf außer Andrich ja auch keine weggegangen jetzt. Also, Diabusi, den du halt mit Ditgen Andrich okay, gut, auf ja. außen. Ja. Ja, richtig. Die beiden. Aber da hast du ja jetzt ein paar Optionen. Mhm. Wenn einer von denen zündet, ist gut. Und wenn beide Druck machen, umso besser. Hast du auch bei Andres ist noch ein Argument, der das ja auch mal braucht. Ja, und dann klar, Linksverteidiger kannst du auch einen jungen, entwicklungsfähigen, der jetzt ein halbes Jahr vielleicht unterm Alf lernt. Also der jetzt, wie gesagt, natürlich dann auch schon spielen sollte. Aber klar, deshalb die größte Baustelle ist halt ja, der Achter. Mhm. Oder zwei Achter. Also, aber ich denke, das hängt halt auch viel damit ab, was sich bei anderen Vereinen so tut. Und genau. Ja, was man so gerüchteweise noch hört, ist, dass man ein paar Spiele nicht bekommen hat, weil dann zum Beispiel jemand wie Kaiserslautern einfach mehr zahlt. Gut, damit muss man jetzt leben. Kann dir immer passieren. Ja, dann ist es gut, dass Darmstadt nicht abgestiegen ist. Jetzt noch so ein Verein in der Nähe, der vielleicht besser zahlt. Na ja, gut, ich glaube, die Nähe ist da jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Ja, wir haben jetzt ein paar aus Lautern verpflichtet. Wenn die. Ja, aber die hätten wir vielleicht auch verpflichtet, wenn die jetzt 100 Kilometer weiter Ja. Also ich glaube, dass das Nähe-Argument. Also ich glaube, Konkurrenten direkt in der Nähe ist immer ein bisschen schwieriger nochmal, aber ich weiß es nicht. Okay. Ja. Dann die Abgänge im Prinzip haben wir sie alle schon letztes Mal aufgelistet. Bei ein paar steht jetzt auch fest, wo sie hingehen. Diawusi haben wir gerade schon angesprochen, der geht wie erwartet in die zweite Liga und zwar zum FC Ingolstadt. Ich denke, das ist für ihn ein guter Schritt.
Also ist ein, für Ingolstadt auch. Wahrscheinlich, aber es ist ein ich sag mal, da positionierte Zweitligist, also die sich eher nach oben orientieren. Denke ich, dass wenn er sich da auch durchsetzt, dann hat er auch gute Perspektiven, dann irgendwie in ein, zwei Jahren Erstliga zu spielen. Also entweder mit Ingolstadt oder dann mit dem nächsten dann. Also ein ambitionierter Zweitligist sicher. Und die haben ihn ja wohl auch jetzt fest verpflichtet. Also sie haben ihn jetzt nicht ausgeliehen. Genau. Was wohl in Leipzig auch nicht jeder verstanden hat, wenn ich das richtig, also zumindest so aus den Fankreisen da. Ja gut, aber wie gesagt, das, was Leipzig für einen Anspruch hat, ich glaube, das wird dann, so lang kannst du ihn, glaube ich, gar nicht ausleihen. Also, so weit ist er jetzt noch nicht. Ja, also ich denke, ja. Die haben ja auch die Kohle, können sie ja zurückkaufen. Ja. Genau, dann ist aus dem Patrick Funk nach Aalen gewechselt. Oh, haben wir das nicht schon letztes Mal erwähnt? Weiß ich jetzt gar nicht, stand das da schon fest? Egal, weiter. Ist egal. Wir haben das letzte Mal eine ganz tolle Folge mit dem Rückblick gemacht, wenn ihr die nochmal anhören wollt. Genau. Patrick Funk nach Aalen, das ist übrigens seine Geburtsstadt. Und er hat nie da gespielt. Noch nie da gespielt, genau, aber halt in der Gegend. Also in Schwaben war er schon unterwegs. Michael Akoto wechselt auf die andere Rheinseite, geht nach Mainz zu U23. Die sind weiterhin in der Regionalliga, ne? Ja. Ja. Siehst du mal, der wechselt nicht weit. Das stimmt. Und Funk in die Heimat. Also, das ist. Wer nicht in die Heimat wechselt, um mal diese Überleitung aufzugreifen, ist Manuel Schäffler. Er bleibt in seiner neuen Heimat. Ja, wo er ein Nest gebaut hat und ein Kind großzieht. Wobei, kannst du das definitiv sagen? Also, ich bin mir mittlerweile sehr sicher. Also, man muss dazu sagen, es gab Gerüchte, das hat die, vor allem die Abendzeitung München, die eher so im Boulevardbereich anzusiedeln ist, die hat mal vor einiger Zeit dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass 1860 an Schäffler interessiert sei und ihn wieder zurückholen möchte. Der hat ja früher schon gespielt und der ist ja auch aus München oder Umgebung. Und ja gut, das ein Torschützenkönig auch Interesse von anderen Vereinen auf sich zieht, das ist jetzt nicht ganz abwegig. Und ja, aber da kam wohl nicht viel. Aus Wien hörte man nur, dass sich niemand gemeldet hätte und außerdem wollen sie ihn ja eh nicht gehen lassen. Hat ja auch noch einen laufenden Vertrag bis nächstes Jahr. Und nachdem jetzt bei 1860 Sascha Mölders verlängert hat, und heute haben sie auch noch Antonio Grimaldi von Preußen Münster verpflichtet, der ja auch Stürmer ist und als Torjäger gilt. War der nicht vor ein paar Jahren auch schon mal hier nach Wien gerüchtet irgendwie, aber da wurde ja nichts draus. Also nicht, wie konkret das damals war, aber zumindest hatte ich das Gerücht vor 2-3 Saisons mal gehört, glaube ich. Jedenfalls glaube ich nicht, dass die dann jetzt auch noch einen Schäffler holen würden, selbst wenn sie noch Ablöse bezahlen könnten und wollten. Ja, mich würde wirklich mal interessieren, wie dieses Gerücht zustande kam, ob sich da jetzt einfach nur Redakteure überlegt haben, wer könnte denn zum Sturm kommen, und dann hat man halt gesehen, okay, wer hat in der dritten Liga viel Tore geschossen, ach ja, kommt ja aus München, ob das jetzt einfach nur daher kam oder ob da vielleicht noch irgendwas... Es kann schon sein, dass es auch genau so zusammengesponnen war, ja. So, überleg mal, wer könnte denn, also weißt ja, wie das ist, wenn irgendwo ein Trainerposten frei ist, da wird geguckt, so, wer würde denn so halbwegs da reinpassen. Also klar. Ja, und das heißt ja nicht, dass da irgendwas dran ist. Christian Streich. Bayern. Ja, gerade so bei ohne der Abendzeitung jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so allzu viel über Bildniveau, von daher, oder TZ oder was da sonst noch gibt da in München, würde ich gefühlt schon glauben, dass die auch solche Sachen sich einfach mal aus den Finger saugen, wenn sie gerade mal irgendwie heute noch einen Artikel brauchen, um eine Zeitung zu füllen. Ne? Ja, genau. Zumal, also Schäffler hat dazu ja eh nie was gesagt. Der Verein hat zum Glück dann irgendwann mal gesagt, dass sie nicht abgeben. Das fand ich so ganz beruhigend und auch wichtig. Und daher denke ich, kann man das Ding dann jetzt erstmal zumachen. Nachdem sie jetzt die ganzen Stürmer verpflichtet hatten, hatte ich zwischendurch wieder ein bisschen Angst, dass vielleicht doch das schon mit eingeplant war. Wir holen uns drei Jungs aus der Regionalliga, ja, und geben dafür unseren Torschützenkönig ab. Ja. Das wäre eine super Milchmädchenrechnung gewesen, ja. Ja gut, wenn man dafür mit 14 Mann spielen darf, wenn die drei Jungs dann alle gleich sind. Nee. Der Oberpräsident ist dafür. Ja, du wieder. Der hat sich da mal was überlegt, das wäre fair dann. Genau, so, ansonsten gab es Gerüchte, dass, ja, 1860, genau, war da nicht irgendwie Kevin Pezzoni auch im Gespräch, aber auch das ist, glaube ich, eher so Gerüchteküche, also noch nichts Konkretes gehört.
Aber dazu musst du auch, müssen die auch niemanden mehr fragen. Also mit dem können sie jetzt verhandeln, wie sie wollen. Genau, wenn es noch weitere gibt, werden wir dann beim nächsten Mal dann mit auflisten. Ja, was gibt es sonst noch rund um den SVW Wiesbaden? Wenn wir nochmal in den Jugendbereich gucken, da gab es jetzt noch zwei schöne Meldungen jetzt die letzten Tage. Die U17, das hatten wir ja letztes Mal, die waren ja schon qualifiziert, die waren ja, standen ja schon als Meister der Hessenliga fest. Und der Gegner stand noch nicht ganz fest, gegen den sie jetzt in der Relegation spielen, aber es ist dann, wie erwartet, wurde es dann jetzt Schifferstadt. Zum Glück. Zum Glück, muss man jetzt sagen, nachdem jetzt, wann war es gestern, am Sonntag, ne? War das Hinspiel jetzt auf dem Hallberg? War einer von euch da? Nee. Ich auch nicht. Ich war ja in Frankfurt. Naja, genau. War jetzt das Hinspiel und da haben unsere Jungs mit 5-1 gewonnen. Was wohl ein bisschen schmeichelhaft ist, in der ersten Halbzeit war es wohl nicht, oder erst gegen Ende der ersten Halbzeit waren sie wieder ganz gut, aber... Dann klingt es genau wie die U19 letztes Jahr. Ja, möglicherweise, genau. Aber ich meine, jetzt mit einem 5-1 Vorsprung jetzt dann da zurückspiel zu fahren, das ist natürlich schon mal eine gute Sache. Also wenn das dann so klappt, dann spielen die dann nächstes Jahr in der B-Junioren Bundesliga. Und bekommen dann einen neuen Trainer. Und Nils, ja, den bekommen sie sowieso, weil der, der wechselt ja nach Frankfurt, haben wir gesagt. Und dann kommt die Variante 1a. Variante 1a mit Nils Döring übernimmt die dann und weiß ich nicht, ob er dann den Jahrgang dann übernimmt und dann mit dem nächsten dann wieder in der A-Jugend weitermacht oder wie das dann, ob sie soweit schon geplant haben, weiß ich nicht. Genau. Und er kann dann jedes Jahr absteigen. Das wäre ein bisschen bitter, ja. Guck mal, wir haben hier wieder eine Mannschaft für dich in der ersten Liga. Ja, aber vielleicht wechseln ja dann ein paar in die A-Jugend, die dann wieder aufgestiegen ist. Ja, dann kann er die wieder nehmen. Ja. Die müssen nur immer abwechseln und absteigen. Ja. Genau. Und dann haben wir noch die U15. Die spielt auch in der Regionalliga und war da wohl in Abstiegsgefahr, hat aber in der Relegation den Klassenerhalt geschafft und außerdem den Regionalpokal gewonnen. Ja. Das ist doch auch immer schön. Genau. Ich glaube, in der U15, da gibt's, das ist ja quasi C-Jugend, ne? Da gibt es keine Bundesliga oder irgendwas darüber. Ich glaube nicht. Ich glaube, das gibt es nur B- und A-Jugend. Ne? Das heißt, da ist Regionalliga vermutlich dann die höchste. Ich glaube schon, ja. Also ist jetzt ein bisschen Halbwissen, aber... Wie immer bei uns. Das kann uns keiner. Das macht uns so sympathisch. Genau. Wenn ihr es besser wisst, schreibt uns erboste Hassmails oder auch einfach eine freundliche Korrektur. Schickt uns Sprachnachrichten. Auf dem üblichen Wege, genau. Ja, einfach für die Hassrubrik mal einfach so eine Hasszuschrift oder Sprachnachricht. Ja, machen wir, spielen wir gerne ein oder lesen wir vor. Absolut, ja. Also solange jetzt nichts Justizables dabei ist, spielen wir alles. Das ist ja auch alle, auch das. Da gibt es die Rubrik Besserwisser. Die kommt unmittelbar. Ja, der Hassrubrik. Da antwortet Micha dann drauf. Ich lese sie dann stilvoll vor. So nachrichtensprechermäßig. Vielleicht. Oder wie ein Gedicht vorgetragen. Okay, das wäre es so an News vom Verein. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was ich noch vergessen habe? Ich will über die dritte Liga reden. Du willst über die dritte Liga jetzt allgemein reden? Ja. Oder ich habe jetzt hier noch eine Reihe von News, für die dritte Liga betreffen. So, das meine ich. Ah, okay. Ja. Ich habe auch gedacht, da kommt jetzt irgendwie so eine große Einführung in die neue Saison von Micha. Ja, das würde ich, dann machen wir vielleicht eben noch da ein paar News noch und dann können wir noch mal so einen Ausblick wagen. Das ist ja eigentlich das, wofür wir heute eigentlich da sind. Genau, los geht's. Es gibt mehr Geld. Ja! Oh, und warum? Aus diesem TV-Vertrag mit der Telekom. Ich dachte, für uns. Für uns natürlich, ja, also für uns im Sinne von, für uns als SVW in Wiesbaden, für uns persönlich jetzt natürlich nicht. Wir machen Werbung für andere Podcasts und trotzdem. Trotzdem kommt nichts mehr rum, ne? Das ist doch ein Scheiß. Nee. Auch unsere Werbeeinnahmen sind und bleiben bei Null. falls ihr uns aber mal ein Bier ausgeben möchtet oder auch eine Cola für die Sonja, dann sind wir natürlich im Stadion jederzeit ansprechbar. Ich hatte es, glaube ich, schon zwei, drei Mal
war das irgendwie an so Freibiertagen, so Leute kamen so, ey, ich würde dir ein Bier ausgeben, aber es ist ja heute, gibt's ja eh kostenlos. Ich hab schon mal eins bekommen. Ja, okay. Ja, oder vielleicht sogar schon zweimal, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall gibt's mehr Geld. Genau, es gibt mehr Geld. Danke, endlich wieder zum Wesentlichen. Die Telekom hat zwar ja schon seit der letzten Saison ja schon alle Spiele übertragen, aber ab dieser Saison zahlen sie auch dafür. Und deswegen gibt's jetzt dann zukünftig statt den bisher war es nur eine knappe Million, 937.000 Euro, glaube ich, pro Drittligist. Und wobei es war ja dann ein bisschen verteilt, weil es gab ja dann noch eine zweite Mannschaft, also von Bremen jetzt letztes Jahr noch. Und die bekommen ja nichts ab. Das heißt, da hat es auf 19 verteilt. Das haben wir jetzt nicht mehr. Aber jetzt sonst künftig 1,28 Millionen, also roundabout 300.000 Euro mehr. Das ist immerhin schon mal eine Steigerung um ein Drittel. Das ist schon mal in so einem Etat von einem Durchschnittsdrittligisten schon merkbar, würde ich behaupten. Aber reich wirst du damit nicht. Und der Abstand zur zweiten Liga ist natürlich immer noch enorm. Also in der zweiten Liga bekommst du mindestens 6,7 Millionen, habe ich nachgelesen. Also das ist schon ein Riesensprung jetzt von der dritten in die zweite, was die Fernsehgelder ausmacht. Ja, da kann man sich da ja auch einen Solidarfonds leisten. Ganz genau. In der zweiten Liga. Das ist, da kommen wir gerade drüber. Es gibt ja eh schon diesen sogenannten Rettungsschirm für die Absteiger. Seit ein paar Jahren, ne? Seit ein paar Jahren gibt's das. Gibt's von der ersten in die zweiten und auch von der zweiten in die dritte. Und ich glaube, es war eine Diskussion, ob es das auch von der dritten in die Regionalliga geben soll, aber das gibt's bisher, glaube ich, noch nicht so weit. Wo das eigentlich am sinnvollsten wäre. Ja, da ist er ganz bitter, weil da kommst du ja nie mehr raus. Eben. Ja. Aber auch von der zweiten in die dritte gibt's, glaube ich, ein fürs erste Jahr 500.000 Euro. Einmalig, die aber zweckgebunden ist, glaube ich, für die Jugendarbeit oder das Nachwuchsleistungszentrum. Ja, also die Idee ist wohl, glaube ich, dass dann nicht irgendwie das Nachwuchsleistungszentrum dann irgendwie kurz und klein gehauen hat, weil man sparen muss, sondern dass das... Aber es hilft natürlich trotzdem, wenn du das Geld dafür hast und dann hast du mehr Luft für was anderes. Ja, ja, genau. So wird's wohl gedreht. So, und jetzt haben sich dann irgendwie letzte Saison die Zweitligisten zu einer sogenannten Solidaraktion zusammengefunden. Das klingt so toll. Das ist auch toll. Ja, natürlich. Wahnsinn. Also jeder hat irgendwie eingezahlt. 66.000. Und damit sind jetzt für die beiden Absteiger, die bekommen dann jeweils 600.000 Euro einmalig. Wären das, wenn Aue auch abgestiegen wäre, nur 400.000 pro Absteiger. Davon gehe ich mal aus. Ja. So ein Mist. KSC hat wieder alles. Nee, ich glaube, die haben dieses komische Bündnis geschlossen. Ich glaube, so in der Winterpause oder so, weil einfach da schon absehbar war, dass sie alle absteigen können. Wie furchtbar eng das ist. Und dann haben so viele Muffensausen bekommen. Ja, ich glaube ja, oder zumindest war es kurz danach, also irgendwie als noch bis Platz 4 irgendwie noch alle in Abstiegsgefahr waren, weil das ja so furchtbar war. Klar, aus Sicht der Zweitligisten verständlich, aber es ist natürlich schon irgendwie brutal, weil dann so die Hürde für alle anderen Drittligisten, die halt jetzt nicht gerade frisch abgestiegen sind, noch mal größer wird. Das sind dann also jetzt zusammen mit diesem Rettungsschirm 1,1 Millionen, die extra haben. Das heißt, statt knapp 1,3 Millionen Fernsehgeld, die alle anderen bekommen, bekommen die also 2,4. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied, ne? Muss man schon mal so sagen. Klar, die haben. Und hoffentlich sind sie nicht vernünftig mit dem Geld. Ja. Also ist ja im Prinzip so ein bisschen. Ich weiß, das Argument, das in der Bundesliga ist mit der Champions League, dass die regelmäßig Champions League spielen, dass da der Abstand nach hinten eben immer größer wird, weil du so viel Geld da machst, ist ja da so ein bisschen so ein ähnlicher Ansatz, also natürlich im niedrigem Niveau, aber dass die dann eben sagen, ja, riecht so ein bisschen nach geschlossene Gesellschaft. Zweite Liga, ne? Eigentlich ist es sogar noch ein bisschen schlimmer in dem Sinne, dass man noch mehr dazu verleitet wird, in diesem ersten Jahr sofort den Wiederaufstieg zu schaffen. Weil das hat man nur einmal, diese Kohle. Das heißt, man muss zusehen, dass man möglichst schnell wieder hochkommt oder im Prinzip direkt wieder hochkommt, weil diesen Schuss hat man halt eben nur einmal. Ab dem zweiten Jahr wird es dann teurer. Das ist ja das, was jetzt auch Karlsruhe jetzt
erleidet, würde ich mal, oder erfahren muss zumindest. Die müssen jetzt sich wohl deutlich einschränken, was die finanziellen Spieler angeht. Ich glaube, Braunschweig hat auch kaum Spieler im Moment, oder? Ja, das ist das Gute, wollte ich gerade sagen. Also Lautern hat eh kein Geld. Die sind ja chronisch klamm jetzt seit Jahren. Und Braunschweig hat den großen Nachteil gegenüber Kaiserslautern, dass, also bei Lautern stand es ja irgendwie lange fest, dass die absteigen. Dabei ging es ja nur noch um die Frage, wann. Mhm. Ne? Und bei Braunschweig war es halt so, dass die da zwar auch mit hinten drin waren, aber dadurch, dass wirklich 10 Clubs da hinten drin waren und die ja eigentlich so letztes Jahr noch in der Relegation zu die Bundesliga gescheitert sind, ne? Und ich glaube, da war so nie der Gedanke da, dass es sie wirklich trifft. Also vielleicht, natürlich mussten sie sich damit beschäftigen, aber ich glaube, wirklich geglaubt haben die das da nicht. Ja, die waren auch ziemlich erstarrt, als es dann wirklich passiert ist, ne? So Lautern schon längst wusste, okay, das erwischt uns jetzt. Und genau, und die Planungen. Ich meine, zum einen hast du das erste Mal seit 10 Jahren jetzt einen neuen Trainer und zum anderen hast du noch keine einzige Neuverpflichtung, Stand jetzt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt gerade... Stand jetzt. Ah ja, kleiner Retour muss irgendwann kommen. Ich glaube, wir haben jetzt einen Torwart verpflichtet. Ja, okay, aber dann hatten sie sehr lange keinen und die haben sehr viele Abgänge. Von daher würde ich jetzt weder Lautern noch Braunschweig als die Top-Favoriten ansehen. Ja, es sind zumindest Wundertüten, ne? Genau. Natürlich haben die da jetzt erstmal einen Vorteil. Andererseits mit so einem großen Kaderumbruch, hat man auch bei Karlsruhe letztes Jahr gesehen, ist die Chance oder die Möglichkeit recht groß, dass sie erstmal eine Weile brauchen, sich einzuspielen. Ja, auch bei Würzburg hast du das gesehen. Auch bei Würzburg, genau. Also könnte durchaus sein, dass die halt, ich sag mal so, das erste Viertel der Saison eher rumkrebsen. Wenn es gut läuft, kommen sie irgendwann ins Rollen. Also wenn es gut für sie läuft. Kann natürlich sein, dass es auch nicht reicht, ne? Genau, genau. Das würde ich als durchaus realistisch ansehen, dass die dann auch irgendwann einen Trainerwechsel machen oder durchziehen müssen. Und wie gesagt, keine Ahnung, dafür kenne ich jetzt in Braunschweig und Lautern zu wenig. Wie gesagt, Lautern würde ich dann noch eher mit Vorteilen sehen, weil die sich darauf einstellen konnten. So lange und von daher, ja, genau, ist das halt komisch mit dieser Solidarzahlung und der Christian Hock wurde da ja also als einer der ersten auf Liga 3 Online und so weiter zitiert mit Wettbewerbsverzerrung, die es streng genommen ja auch ist. Und gut, kurz danach kam dann die Verpflichtung vom René Guder, der die halbe Liga jagt und dann gab es natürlich entsprechende Reaktionen von dem einen oder anderen User unter dem Artikel, dass der arme Verein SVW in Wiesbaden sich dann auch ohne Solidarzahlung finanziell durchsetzt gegen Konkurrenten. Naja. Ja, egal. Also es gibt immer was Neues. Genau. So kann man das wunderbar zusammenfassen. Wenn wir schon bei es gibt immer was Neues sind, es gibt jetzt auch einen einheitlichen Spielball für die dritte Liga. Das gab es bisher offensichtlich nicht. Das ist sowas, was mir nie aufgefallen wäre, ganz ehrlich. Das hätte ich wahrscheinlich auch nie. Wenn es jemandem aufgefallen hätte sein müssen, dann dir. Echt? Ja, du bist so viel unterwegs. Ja, für Spielball, ich weiß nicht, ich finde es dann immer nur witzig, wenn die irgendwie anfangen, so im Oktober bei 15 Grad auf einmal mit so einem gelben Ball zu spielen, was ich überhaupt nicht verstehe. Gibt's das? Gibt's für Einzelne dann doch mal, okay. Denkst du, was ist jetzt los? Ja. Aber in der ersten Liga gibt es einen einheitlichen Spielball von Derby Star, oder? Aber das ist jetzt neu, oder? Das ist Derby Star. Ja, ich glaube, das ist. Und wir haben immerhin Adidas. Ja. In der dritten Liga, genau. Adidas stellt da den Spielball. Ich weiß nicht, gibt es auch noch Geld dazu, vermutlich ein paar Euro. Wahrscheinlich kriegst du die Bälle gestellt, keine Ahnung. Ja. Das hörst du dann auch einmal in der Saison, wenn dann irgendein Torwart sagt, so, der flattert mehr als der letztes Jahr. Ja, wie war das bisher? Der Heimverein hat die Bälle gestellt, vermutlich von seinem Ausrüster. Ich gehe davon aus, dass der Auswärtsverein die nicht mitgebracht hat. Ja, aber wir haben da was ganz Neues hier, könnt ihr mal ausprobieren. Offensichtlich dann halt keinen einheitlichen, also es war jetzt nicht... Was habt ihr dann wahrscheinlich irgendwelche Nike-Bälle dann bisher? Ne? Weil Nike ist ja hier der Hauptsponsor. Oder das wäre jetzt was für die Besserwisser-Rubrik. Okay.
Also, falls das jemand weiß. Aber ich nehme an, es ist so, dass da halt jeder Verein das halt so genau. Sehr gehabt hat. Ja, genau. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es gibt jetzt außerdem auch Montagsspiele in der dritten Liga. Steigerung der Attraktivität oder wie haben sie es jetzt irgendwie verkaufen wollen? Also die Argumente werden ja immer arschrollend. Ne? Also in der ersten Liga haben sie noch damit argumentiert, dass dann irgendwie die Europapokal-Teilnehmer dadurch entlastet werden. Ja, genau, und dann guckst du irgendwie Mainz-Freiburg montags und denkst genau. So, ja, passt. So ein Unfug, ja, und weiß nicht, und Amateure werden geschützt, weil dann spielt weniger am Sonntag ist und lauter so ein Quatsch. Und ja, jetzt gibt es halt in der dritten Liga auch welche. Ich bin noch nicht sicher, was das bringen soll. Ja, Hass. Ja. Dein Hass. Guckt dann jemand, also ich meine, es gibt jetzt deswegen nicht mehr TV-Übertragungen, die jetzt noch irgendwie bezahlen würden. Also ich meine, die Telekom überträgt das, aber glaubt ihr, dass dann so viele Leute mehr verschiedene Spiele der dritten Liga gucken? Also, vielleicht wollen sie es rausfinden. Also sie wollen der dritten Liga nochmal eine besondere Plattform geben. In der ersten Liga hat es ja wunderbar funktioniert mit den Montagsspielen und der Plattform. Mhm. Zumindest wurde darüber berichtet. Ich sehe uns schon Tennisbälle werfen, die Leute stehen zu fünft. Aber ich würde mir da noch ein paar Worte auch für nachher aufheben. Ich kündige jetzt schon mal an dieser Stelle an, ich werde jedes Montagabend Auswärtsspiel vom SVW boykottieren. Das finde ich richtig konsequent von dir. Ja. Weißt du, ich weiß, was das für ein Opfer ist. Ja. Also du guckst es dann auch nicht auf Telekom? Nee, also im Stadion nicht. Ja, also an insgesamt. Ich glaube, 29 Montagsspiele gibt es. Genau. Und das muss man sich mal überlegen, weil in der ersten Liga gab es 5. Ja, und der Aufschrei war riesengroß. In der dritten Liga gibt es jetzt 29. Ich glaube, bei den letzten beiden natürlich nicht. Genau. In den englischen Wochen natürlich nicht. Davon gibt es 3. Und natürlich auch in den Spieltagen vor den englischen Wochen nicht. Da sind wir schon bei 6 plus 2 sind 8. Und in der Woche vor Weihnachten verzichten sie auch netterweise drauf. Dann hast du 9 Abzug. Ich glaube, da bist du bei 29. Ja. Kommt hin. Die weitere Rechnung nachher dann in der H-Rubrik. In der Liebesrubrik. Ja. Ja, genau. Also mal gucken. Sie haben dazu gesagt, sie wollen das irgendwie gleichmäßig verteilen, so einigermaßen auf die Vereine. Ne? Aber ich meine, montagabends auswärts fahren, das ist doch, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Derby ist oder sowas, ist das doch mal ultra kacke. Ne? Angeblich wollen sie ja auch Rücksicht nehmen. Ja, ja. Das bestimmt. Das haben sie auch schon. Und wenn Rostock dann drankommt, gegen wen spielen die dann? Ich würde mal vermuten, Unterhaching. Ja, das alte Sympathenduell. 60 gegen Haching könnten sie machen. Das könnte man so meinetwegen montagabends machen, ja. Aber ja, dann mache genau ich das jetzt, wird wahrscheinlich dann nicht. Dann mache ich die Rechnung jetzt doch schon. Also wenn es 29 Spiele gibt, dann sind da natürlich 58 Mannschaften beteiligt. Es gibt 20 in der dritten Liga. Mhm. Somit bist du, wenn es gerecht verteilt bist, dreimal dran. Mhm. Und gut, da ich erst am Sonntag aus dem Urlaub komme beim ersten Spieltag, hoffe ich, dass wenn wir direkt mit einem Montagsspiel anfangen, dann hätte ich direkt diese beschissenen Montagsspiele, aber das erste, das muss ein Montagsspiel werden. Dann hätte ich weniger Hass. Aber nein, also ich kenne auch jemanden, der fand in Dänemark so ein Montagsspiel mal ganz toll. Das habe ich auch schon erzählt, dass es bei mir dann irgendwie immer so ein Zwischending ist. Es gibt immer auch Vorteile davon. Ja. Gut, wenn du Freitag spielst, muss ich da gucken, dass ich da auf jeden Fall pünktlich Feier mache. Montag ist meistens mein langer Tag, dann müsste ich da eben auch gucken. Ich klar, die, muss noch mal den Job wechseln vielleicht, also mal so ein bisschen Opfer bringen. Meine Frau freut sich, wenn ich, der ist lieber, ich bin Montagabend weg, wie dann Samstag oder Sonntagmittag, weil das kommt ja noch dazu. Ist ja nicht so, dass es jetzt jedes Mal ein Montagsspiel gibt, es gibt ja jetzt auch jeden Spieltag 2 Sonntagsspiele fest. Und das war ja nicht die Regel, das war ja eher die Ausnahme, dass vielleicht mal 1 war, wenn ein Amateurclub davon ging. Ja, weil der Faschingsumzug war. Ja, der Faschingsumzug, genau. Jetzt gibt es fest 2 Spiele sonntags, eins um 13 Uhr und eins um 14 Uhr. Und ja, sonntags stimmt, 13 Uhr finde ich halt auch super von der Uhrzeit. Das also ist genauso blöd. Das ist dieser beschissene Zweitliga-Anpfiffszeit eigentlich. Genau, es gibt ein Spiel freitags fest, ein Spiel montags, 2 sonntags, das heißt bleiben 6 für Samstag. Das heißt, es wird auch deutlich entzerrt, weil es gab viele Spieltage, da waren so 7, 8 entzerrt, das klingt ja schon gut. Ja, für die
Polizei war, glaube ich, auch noch ein Argument, ne? Ja. Ja, das sind manchmal. War ein vorgeschobenes Argument, ne? Ich finde, man könnte mal als Argument vorschieben, dass die Telekom es immer noch nicht hingekriegt hat, mal Konferenz anzubieten. Brauchen sie jetzt nicht mehr. Ja, doch. Ja, das stört mich immer, weil du kannst auch nicht mehrere Tabs aufmachen, weil dann fängt der auch an zu motzen. Vielleicht bieten sie es ja jetzt an. Ja, über Zeit. Wenn es nur noch sechs Spiele gibt. Ja, jetzt, wo es sich nicht mehr lohnt. Also in der ersten Liga habe ich ja sehr selten Konferenz geschaut, so die ganzen letzten Jahre, weil mich das dann so angestrengt hat. Ja, aber sobald nicht Wien spielt. Genau, ja, man muss schon sagen, wenn sein eigener Verein jetzt irgendwie nicht beteiligt ist, ist so eine Konferenz ja schon mal ganz unterhaltsam. Und gerade in der dritten Liga finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, und gerade so am Anfang, weißt du, jetzt nicht so, wenn am Ende, wenn du noch einen Konkurrenten hast für den KSC, guckst du dir halt das Spiel dann an, aber am Anfang. Ja, gerade, dass man halt auch über alle mal so einen Überblick bekommt und so, ja, ist schon. Dann können wir ja noch schlauer daher reden. noch schlau. Mhm. Ja, okay. Dann, aber Samstag, sie sind ja schon alle noch weiterhin 14 Uhr dann, oder? Ja, klar. Haben sie jetzt nichts weiter zu geschrieben, ja, von daher gehe ich davon aus. Montags ist 19 Uhr fest. Ja, 19 Uhr, genau, das ist halt dann auch. Ja. Eher früh, aber okay. Okay, dann gibt's, was haben wir noch? Noch eine Neuerung. Die Landespokalfinalspiele sind ja jetzt seit, wie viel, jetzt 2 oder 3 Jahre sind das ja jetzt mit diesem Finaltag der Amateure. Das war bisher immer, haben sie meistens einen von diesen Feiertagen genommen, also im Mai. Das haben sie jetzt geändert. Das wird jetzt künftig am gleichen Tag wie das DFB-Pokalfinale stattfinden. Und zwar halt vorher Pokalfinale, also DFB-Pokal. War da nicht vorher nachmittags immer das Frauenfinale? Ja. Was ist damit? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist doch aber schon länger nicht mehr, oder? Ja, doch, aber nicht in Berlin, aber am gleichen Tag trotzdem. War das jetzt immer noch in Köln? Immer noch am gleichen Tag, auch an den Samstag? Ich meine schon. Ah, okay. Ja, das verfolge ich nicht so. Also ich war in Berlin und hab irgendwie eine WhatsApp-Nachricht gekommen, so guck mal, die Bayern sind schlagbar, weil da irgendwie die Frauen auch das Finale verloren hatten. Ach, und es war an dem Nachmittag. Ja, kann sein. Okay. Ja, weiß ich nicht, ob das... Die werden dann irgendwie auf den Feiertag gedrängt wahrscheinlich. Ja, vielleicht kriegen die dann halt aber ein Abendspiel, was dann irgendwie... Ja, die spielen halt sonntags, ist doch egal. Ja, jedenfalls sind dann diese... Im Prinzip den ganzen Tag lang Pokalfinals, irgendwie von mittags bis abends. Boah. Ich frage mich auch. Der Finaltag der Amateure ist ja so schon lang, ne? Wenn du danach noch das richtige Finale, boah. Ja, aber was machen die, wenn Wien im Hessen-Pokalfinale die in beiden Finals sind? Im DFB-Pokalfinale sind? Ja, ist ja realistisch. Ja. Muss man sich ja mit beschäftigen. Auf jeden Fall. Ja, dann ist es so wie KSC, ne? Muss die zweite Mannschaft des Landespokalfinale spielen. Ja. Und gleich da? Die A-Jugend vielleicht dann, ja. Ja. Da müsste ich mich echt überlegen, wie ich mich da entscheide. Wo du dann hinfährst, ob du es noch nach Berlin schaffst. Ja. Wir haben uns erstmal ein Ticket kriegen. Also wenn Wien da spielt, denke ich, kriege ich eins. Aber ja gut, vielleicht machen sie das Pokalfinale, das Hesse-Pokalfinale irgendwie so um 12 und dann in Kassel oder sowas, dann können sie vielleicht noch hinhauen, ja. Naja gut, das ist ein Problem, das lösen wir dann, wenn es soweit ist. Aber wir überlegen schon mal, müssen auf alles vorbereitet sein. Auf jeden Fall. Ja. Das wäre es so an diesen Nachrichten. Dann ist die Zusammensetzung der Liga natürlich jetzt endgültig. Alle haben ihre Lizenz bekommen, auch der KFC Uerdingen. Bei dem war ja noch die Frage, das war glaube ich kurz nach unserer Aufnahme. Ne? Ja, das kann man. Ja. Genau, da, als wir aufgenommen hatten, da war ja gerade noch dieses Thema mit dem Spielerbruch. Das wurde dann wie erwartet mit 2-0 für Uerdingen gewertet. Dann kam aber raus, dass die irgendeine... Also ich glaube, eine Sicherheit oder irgendwas mussten sie noch überweisen und was dann wohl nicht rechtzeitig auf einem DFB-Konto eingegangen ist. Da haben sie sich jetzt dann am Ende dann drauf geeinigt, dass das dann kein Fehler des Vereins war, sondern weil die Bank da irgendwie das später valutiert. Also sprich auf dem Konto des DFB gut schreibt. Wobei ich ja jetzt auch gelesen habe, es gilt eigentlich immer um die Uhrzeit oder darum, wann es valutiert wird. Und auch wenn der DFB da irgendwie mit seiner Bank eine Vereinbarung hat, dass nur einmal am Tag irgendwie valutiert wird, ist das trotzdem noch ein Problem, also zumindest, wenn man jetzt eine strenge Rechtsauffassung da hat, Problem des Absenders, dass der sich drum kümmert oder rechtzeitig, meinetwegen, dass da mit Expressüberweisung oder sonst irgendwelchen Methoden, dass das rechtzeitig eingeht. Von daher
Ich glaube, Mannheim wollte jetzt auch nochmal überlegen, ob sie nicht doch noch irgendwie dagegen vorgehen, aber das wird wahrscheinlich keine Aussicht auf Erfolg haben. Das war von vorne bis hinten so eine ganz komische Nummer. Ja. Also, dass der DFB dann damit rauskommt und sagt so, oh, da war wahrscheinlich was falsch, was sie dann eine Woche später sagen, ja, ach, wir haben geprüft, vielleicht irgendwie doch nicht. Und aber auch überhaupt das, warum müssen die irgendwie so, wann war diese Frist zu Ende? 3 Tage nach dem Spiel, nach dem Relegationsspiel oder so? Auf jeden Fall danach erst. Ja, aber was macht denn so eine Frist nach so einem Spiel? Ist doch auch schon wieder Quatsch. Ich glaube, sonntags waren die Rückspiele. Und ich glaube, dienstags 3:30 endete die Frist. Ja, aber das ist doch auch schon der Quatsch. Der Russ hat dann anscheinend montags das in Auftrag gegeben. Und dann gab es irgendwie auch mehrere Varianten, nicht gelesen, aber also entweder hat er es von der Bank zunächst versucht, die irgendwie auf einer schwarzen Liste ist oder so, die DFB-Bank keine Geschäfte macht. Grotti fand in Kasso. Also Uerdingen hat dann diese Bürgschaft oder eben dieser, ja, wie heißt der, Promovarev da, hat die auf ein falsches Konto beim DFB überwiesen. Das waren irgendwie so diese Sachen und ja. Ja, auch diese Meldungen, die dann von Uerdingen kamen, die mit dieser komischen ersten, das war ja schon fast so ein Schuldeingeständnis, so, aber wir haben es doch sportlich geschafft. Dann kam auf einmal, ja, wir haben sogar zweimal überwiesen, wo du dich fragst, was ist denn jetzt los? Dann kam im dritten Absatz, und vielleicht bezahle ich jetzt auch kein Geld mehr, wenn wir das nicht schaffen. Genau, ne? Wenn das jetzt hier nicht klappt, dann ziehe ich mich zurück. Da kam irgendwie noch so kurz drauf, kam noch der Torwart und so, wir haben alle Familien, oh mein Gott. So, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Und du denkst so, ja, aber... Soll ich meiner Tochter sagen? Ja, aber in Mannheim leben sie wie die Hottentotten, denen ist egal, ob sie aufsteigen oder nicht. Also es war von vorne bis hinten so eine seltsame Nummer von allen Seiten, fand ich. Ja, und ich hatte ja wirklich auch gedacht, dass das für Uerdingen dann halt schlecht ausgeht, weil der DFB ja bislang sehr hart war. Ja, Frist ist Frist, fertig. Ja, da gab es ja auch mit Wilhelmshaven diese Geschichte, die einen Fax geschickt haben, kurz vor Fristende, und dann kamen nur 7 von 8 Seiten an. Und dann gab der Anruf, hier müsst ihr nochmal schicken. Ja, das zweite Fax kam dann halt 10 Minuten zu spät an, und dann haben sie Pech gehabt mit der Regionalliga-Lizenz. Und da reden sie sich jetzt damit raus, dass der Verein nichts dafür konnte. Sei es drum. Aber schön eine Woche vorher dieses Riesenfass aufgemacht. Ja, ne? Genau. Also es gab, hast du es geschrieben, dass es eine schöne Variante war, beiden Vereinen eins auszuwischen? Ja, Waldhof, die jetzt nochmal gehofft haben, genau, das und auf die Fresse geflogen sind. Weil irgendwie muss es ja auch eine Bestrafung geben für Waldhof, für diese Nummer da in diesem Aufstiegsspiel, dass sie jetzt einfach nicht mehr sagen, so hier Geisterspiel, sondern so hier Streiche spielen. Genau. So, hey, vielleicht steigt ihr doch auf eine Woche später. Vielleicht aber auch nicht. Hey. Ja, gehofft hat ja nicht nur Mannheim, sondern auch Koblenz. Da hängt ja wieder total viel mit dran. Ne? Dann auch nicht abgestiegen wären aus der Regionalliga, wenn Waldhof hochgegangen wäre. So, Viktoria Köln hätte sich auch geärgert, wenn Uerdingen zurückgekommen wäre. Nee, Fortuna Düsseldorf 2, glaube ich, ist... aber Viktoria Köln will ja aufsteigen. Ach so. Und wenn der seine Drogen nicht wahrgemacht hätte, hätte es ja wieder schwerer gehabt. Genau. Die versuchen ja auch schon seit Ewigkeiten hochzukommen. Ja. Und so, das ist halt krass, wie viele Vereine dann da dranhängen. Ja, und dann machen die so ein Fass auf und am Ende sagen sie, ja, ist doch alles gut gelaufen. Was ja, und dann geht es ja weiter, wo sie dann halt, sie müssen ja in Uerdingen spielen, weil ihre Kampfbahn ja da komplett Sanierungsfall ist. In Duisburg spielen sie. Ja, in Duisburg müssen sie spielen, genau, weil in Uerdingen nicht gespielt werden kann. Ja. Dann gibt es dann die Meldung mit Gästekurve 4 Euro teurer wie Heimkurve, dann wird das wieder korrigiert. Also da weiß ich echt, habe ich nicht die eine Hand, was die andere macht da. Ich glaube, die werden unfassbar unterhaltsam werden. Ja, das ist meine Hoffnung. Uerdingen hat so das Potenzial zur absoluten Skandalnudel, ne? Ja. Also. Wobei, 1860 ist auch wieder da. Ne? Das könnte ein schöner Zweikampf werden. Was haben wir uns da reingeholt? Die sind vergleichsweise ruhig und haben ja sogar irgendwie so ein weiteres Geld vom Scheich abgelehnt. Wobei sie ja gesagt haben, wir haben ja eh noch Geld, das wir so kriegen können. Also sie sind schon unterhaltsam, die Aufsteiger. Ja, und auch die Absteiger, wenn man jetzt denkt, irgendwie so Kaiserslautern, ich meine, das jetzt gerade, was so die Finanzen angeht und Stadionthema und sowas, das ist ja eigentlich auch mal... ja, so ein bisschen wie Unfall gucken. Ne? Also wir könnten jetzt, ich habe schon gedacht, also das ist unser Auswärtszuschauerschnitt, der könnte ja echt steigen, aber durch die ganzen Montagsspiele wird der wieder runter. Die ersten Boykotts gibt es schon. Und dann, dann haben wir da auch wie viel Prozent? Ja, stimmt. Auch bei einem Montagabends-Heimspiel haben wir dann 200.000 Leute und da kommt dann wahrscheinlich Rostock wieder. Ja,
Deswegen haben wir überhaupt 2.500 Leute. Und dann heißt es aber auch, oh, guck mal, hier in Wien wird boykottiert. Ja. Ja. Keine Stimmung, keine Fans. So ist das. Ganz normal um Montag. Das wäre am Samstag natürlich viel geiler gewesen. Wir müssen halt auch auf Schicht. Ja. Ja. Dann gucken wir doch mal uns die Liga jetzt so an in ihrer vollen Pracht. Muss ich mich gerade mal hier. Wir haben nämlich jetzt auch ein paar, oder eigentlich so von den Namen her ist das eigentlich schon eine sehr illustre Liga. Ich glaube, wir haben jetzt 5 oder 6 Gründungsmitglieder der Bundesliga. Oh, da hatte ich letztens einen guten Artikel gelesen auf Liga 3. Ich glaube, es sind 8 ehemalige Meister. Ja, wir können mal gerade mal durchzählen. Also wir haben hier als Gründungsmitglieder der ersten Bundesliga aus dem Jahr 1963 ist dabei jetzt 1860, Eintracht Braunschweig, Kaiserslautern, Karlsruhe, Preußen Münster. Ja, das war's. Die 5. Ja. Genau. Dann ehemalige Meister. Wiederum 1860. Karlsruhe war ja auch in grauer Vorzeit irgendwann mal Meister. Preußen Münster, vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Braunschweig war immer Meister, Kaiserslautern war natürlich mal Meister. Ja, in dem Artikel stand was, glaube ich, von 8 ehemaligen Meistern, genau. 20 DDR-Meister wahrscheinlich. Oder auch, ich glaube, allein 20 Ex-Bundesliga ist ein bisschen viel bei 20 Teams. aber ich glaube so. Ich glaub 10. Ja, also da. Genau. Ja. Und ich glaube, weiß ich, bis auf 2 oder 3 haben alle wenigstens auch schon mal in der 2. Liga gespielt. Da zählen wir ja auch dazu. Ne? So viel Tradition haben wir dann auch schon dabei. Ja, also schon, ich sag mal so rein von den Namen her, auf jeden Fall eine tolle Sache. Was erwarten wir denn so sportlich? Hast du irgendwie da schon eine Erwartungshaltung? Meinst du von uns oder generell? Erstmal so vielleicht allgemein und dann auch, bei welcher Rolle dann... Ich finde es ehrlich gesagt wieder so scheiße schwer, sowas zu bewerten. Auch gerade wenn ich jetzt letzte Saison gucke, was Paderborn da wieder, die kamen wieder aus dem Nichts da rein in diese Liga und haben alles in Grund und Boden geschossen. Ja. Deswegen, ich habe keinen klaren Favoriten, muss ich sagen, aus der ganzen Bande von 20 Mannschaften. Gut, jetzt das letzte Saison zum Beispiel Magdeburg um Aufstieg mitspielt. Ja, weil die ja schon länger da oben so in dem Dunstkreis waren. Genau, die sind aufgestiegen und haben 2-mal den 4. Platz gemacht und die Mannschaft ist da im Groben zusammengeblieben. Da war es jetzt nicht gar so überraschend, dass die jetzt wieder um den Aufstieg mitspielen. Oder? Nee, ja. Überhaupt nicht. Aber Paderborn war sicherlich... Paderborn? Wo betonen wir jetzt? Paderborn. die waren sicherlich überraschend, wie stark die dann dominiert haben. Ja, aber ich tue mich da wirklich schwer mit einer Einschätzung. Und am Ende rennt wieder irgendwer vorne weg, von dem wir es jetzt noch gar nicht irgendwie glauben. Was natürlich auch passieren könnte, ist dadurch... Ich meine, wenn wir das sind, ist super, aber... Ja, klar. Was natürlich auch passieren könnte, ist, dass es vielleicht nicht ganz so eine Rekordsaison gibt, weil sich die Punkte vielleicht ein bisschen mehr verteilen. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, so deine These, Micha. Das wäre ja für uns schon mal nicht so schlecht. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich erwarte jetzt Braunschweig erstmal nicht so stark und auch Lautern, also die müssen erst, wie Karlsruhe und Würzburg auch, die müssen sich erstmal in der Liga, finden. Von Fronzek bin ich jetzt auch nicht vollends überzeugt als Trainer, auch wenn er das ja bislang gut gemacht hat in Lautern. Karlsruhe hat so ein Fragezeichen, weil die ja jetzt auch gerade der Schleusener war ja ausgeliehen von Freiburg und die hatten, glaube ich, noch einen ausgeliehen und müssen jetzt finanziell kürzer treten. Ja gut, die haben Streunel noch, oder? Ja. Durchmarsch. Ja, und der Fink wird ja auch nicht schneller wahrscheinlich. Aber also ich würde Würzburg als sehr gefährlichen Gegner einschätzen, weil die sich auch jetzt gefunden haben und die ja wirklich auch in der Rückrunde sehr, weiß ich nicht, Rückrundentabelle, ob die da wie weit vorne die da waren, aber das müsste sehr weit gewesen sein. Von daher, bei uns ist halt noch die Frage, wie wir schon gesagt haben, im zentralen Mittelfeld, wenn wir die Lücke adäquat schließen können,
sind wir auch wieder mit dabei. Und wie Sonja auch sagte, es gibt dann meistens noch eine Überraschungsmannschaft. Die Aufsteiger sehen meistens nicht so schlecht aus. Und sind ja auch finanzkräftig, also zumindest zwei von denen. Und ja, Cottbus hat ja langfristig wahrscheinlich auch den Anspruch, wieder in die, zumindest in die zweite Liga zu kommen. Von daher, also ich würde mir einen ganz harten Abstiegskampf oder Kampf um den Klassenerhalt. Und ich glaube, dass vielleicht gibt es so eine ähnliche Saison wie in der zweiten Liga jetzt letzte Saison, wo alles hinten dicht beisammen ist und auch die Teams, also das ist schwer zu sagen. Ich denke, so die Teams, die jetzt hinten standen, wie Zwickau, Lotte, Osnabrück, Groß-Asbach, die oder auch Jena, die werden es wahrscheinlich schwer haben jetzt, weil ich meine, es gab ja in dem Fall keinen Abstiegskampf. Es gab zwei Insolvente und eine Ewigkeiten sieglose zweite Mannschaft aus Bremen. Also ich denke, das wird sich ändern. Und die Teams, die vorne wegmarschieren, wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Von daher wird es sehr viel mehr Spannung, denke ich, geben. Und auch viel mehr. Also das Tippspiel wird der Wahnsinn wahrscheinlich. Das Tippspiel, genau. Ja, das ist auch die Frage, was macht jemand wie Rostock oder Daring oder sowas? Ne? Fortuna Köln vielleicht, die sind ja auch so ein Kandidat, zumindest, ja, klar. Das sehe ich jetzt nicht so. Und Rostock, gut, die haben jetzt auch wieder schwer umgekrempelt wieder, den Kader. Klar, ist alles, dazu müsste man natürlich nochmal sich das Sonderheft kaufen, nächstes. Sonderheft von Liga, gibt's eins. Ja, nee, also es ist, ich denke, dafür hast du jetzt auch noch, ist es noch zu früh, weil auch noch zu viele Spieler auf dem Markt sind, nicht klar ist, wer geht wohin und wie stellen die sich dann auf. Aber rein von den Namen ist es natürlich schon eine sehr geile Liga. Ja. Ich habe nur bei uns wieder die Angst, die ich jedes Jahr habe, dass sie wieder auf die Eintrittskarten irgendwie drucken, dass sie aufsteigen wollen. Weil das kann wieder nur schief gehen. Ja, okay, ich habe gesehen, Würzburg ist in der Rückrunde auch nur Vierter mit 38 Punkten. Aber gut, sie haben 6 Punkte, 36, sie haben, ja. Naja, ja, weil die einen beschissenen Saisonstart hatten. Ja, genau. Und, na gut. Nee, aber für uns ist auch wieder schwer zu sagen, aber Hauptsache wir posaunen nicht raus, dass wir aufsteigen müssen. Nee, was bei uns vielleicht noch ganz gut ist, wie gesagt, jetzt allergrößte Teil der ersten Elf ist weiterhin da, also gewisse Eingespieltheit kann man mal voraussetzen. Ja, dann müssten wir gut starten. Das wäre schon mal wichtig. Genau. Ja, ich denke, das könnte die Liga von oben dominieren. Nee, du musst, glaube ich, wenn du aufsteigen willst, musst du, glaube ich, ist ein guter Start, wenn die vielleicht andere gerade noch die Anlaufschwierigkeiten haben. Das könnte ein großer Vorteil sein. Ja, na gut, letztes Jahr sind wir eigentlich auch, hatten wir einen kleinen Hänger, aber waren eigentlich auch dann von Anfang an gut mit dabei. Gut, du wirst es sehen, ja, wie die allein um halt nicht hinten rein zu geraten, wäre ein guter Start sehr wichtig. Ein guter Start. Ja, das werden wir leider noch öfter ertragen müssen, die Saison. Ja. Und vielleicht auch die nächsten zwei, drei, wer weiß. Running Gag. Ja. Ja. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, liebe Hörer. Wen habt ihr auf dem Zettel? Wer sind eure Favoriten auf und Abstieg? Aber auch das könnt ihr dann demnächst im Tippspiel, wenn die neue Runde gestartet wird, ja dann tippen. Ich glaube, da haben wir auch Auf- und Absteiger haben wir drin, ne? Als Bonus. Die ersten drei und die letzten drei. Weil ja. Beziehungsweise letzten vier dann jetzt. Aber jetzt die ersten drei sind ja nicht gleich Aufsteiger. Ja, genau. Aber. Jedenfalls, das gibt es als Bonusfragen. Das werde ich auch, ich sollte vielleicht nicht hier trommeln, werde ich hier aufnehmen. Die gibt es als Bonusfragen und das Tippspiel wird dann auch jetzt in Kürze neu gestartet. Naja, muss ich erstmal einen Spielplan geben. Ja, aber
Jeder, der schon angemeldet ist. 2-1-Spot kann schon mal tippen. Ja, der kann die Saison schon mal durchtippen. Dann muss ich das nicht jede Woche wieder machen. Ja. Genau. Ich tippe auch einfach blind. Mal gucken. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Also, wie gesagt, Ende Juli geht's dann los. Ja, das wäre dann noch ungefähr so die Zeit, wo wir uns vermutlich wieder melden. Schaffen wir es nochmal eine vor dem Saisonstart? Ich bin da nicht da. Also, du bist ja da nicht da. Ja, vielleicht mache ich. Könnt ihr dann machen. So, genau. Die Erkenntnisse der Vorbereitung. Oder wir machen dann so ein Crossover. Wir laden deinen Musikerkumpel noch ein und dann machen wir dann irgendwie Drittliga-Millionäre oder sowas. Das ist wahrscheinlich so ein Podcast-Name für, weiß ich nicht, 1860 oder so. Ja, in Krefeld auf, ja. Ja, oder in München. Bei Kaiserslautern mit Rettungsschirm und allem. Ja, München könnte ich vielleicht schaffen dann. Ich fürchte aber, Sven zu Fußball ist noch schwieriger als du zu Musik. Ja, ich bin ja großer Musik. Lieber, aber so ist ja nicht. Bloß kenne ich diese ganzen ESC-Dinge halt nicht. Ja, Dirk. Fängst du auch noch damit an. Also die nächste Folge wird noch nicht so sehr angeteasert, weil wir noch nicht wissen, wann es die gibt. Nee, genau. Aber es wird sie geben. Es wird irgendwann eine kommen, ja, so viel steht fest. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal wieder zu einem Interview, das haben wir eigentlich schon lange vor. Immer gern. Ja, das war mal. Wir haben da noch schon noch ein paar Ideen, aber naja, mehr Ideen als Zeit, das ist ja immer so das Problem. Deswegen sage ich da nochmal nicht zu viel. Vielleicht, ganz vielleicht, schaffen wir es auch sogar noch vor der WM. Naja, vor der WM jetzt nicht mehr, aber vor meinem Urlaub mit einem super Sonderding. Genau. Wir haben gleich zwei Leuten, die gerade ein Licht aufstimmt, da war ja, noch genau. Was. Aber auch das will ich jetzt mal nicht so groß ankündigen, weil falls das nichts wird, dann haben wir hier nur lange Gesichter. Aber möglicherweise, ihr werdet es dann mitkriegen auf unseren üblichen Kanälen. Wenn ihr nichts mitkriegt, habt ihr das gerade nicht gehört. Ja, ist ja auch egal dann. Ja. Wir haben noch ein paar Ehemalige, die irgendwie auch durch die Gegend transferiert werden. Sollen wir die vielleicht noch mal kurz erwähnen? Ich habe mir hier notiert, also im Prinzip, wir hatten mal vor einiger Zeit mal so eine Auflistung gemacht, irgendwie, was so in der dritten Liga an ehemaligen Bänen spielt und die wechseln gerade fast alle. Aber ich hoffe, die Liste gibt es nächstes Jahr noch. Ja, dann machen wir eine neue. Ja, die fand ich schön. Ja. Also, Marco Königs wechselt von Würzburg zu Hansa Rostock. Komm, mach bitte den Wortwitz. Den Wortwitz mit dem Königstransfer. Jawohl. Ach so. Ah, jawohl. Ja, auf Michaels Verlass. Ja. Robert Müller wechselt von Aalen nach Uerdingen. Was sagt uns das über Peter Vollmann? Das sagt eigentlich, dass Stefan Krämer schon mal die Koffer packen kann. Oh mein Gott. Spätestens am Ende der Hinrunde ist der fertig. Für den haben wir auch noch Platz hier in der Küche, der kann hier mitmachen. Dann Peter Vollmann wird dann Uerdingen übernehmen. Das ist schon mal die Vorhersage. Vielleicht können wir das noch als Bonusfrage irgendwie einbauen. Welchen Verein übernimmt Peter Vollmann im Laufe der Hinrunde? Da muss es aber auch drei Möglichkeiten geben. Nee, du musst dann auch Regionalliga-Teams mit einbeziehen. Nee. Das ist Mr. Dritte Liga. Ja. Wie oft spielt er unentschieden, kommt er noch? Danach dann, ja. Wie oft spielt der zukünftige Verein von Peter Vollmann in dieser Saison unentschieden? Nur unter Peter Vollmann dann. Ich glaube, Kicktipp denkt, du bist so ein Idiotenbot. Ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Das wäre eine schöne Sonderfrage. Okay, dann Martin Röse geht von Halle zum KSC. Da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Warum er das macht oder warum der KSC ihn holt? Warum der KSC ihn holt? Also ich meine, der ist ein okayer Drittligaspieler, aber ich hätte jetzt nicht erwartet. Weil sie wahrscheinlich ab jetzt nur noch sich okay Drittligaspieler leisten können. Möglicherweise das. Oder sie suchen halt möglichst viele Ex-Wiener. Ja, dann haben sie bei Adam Straith die Chance verpasst, denn der hat bei Lotte verlängert. Boah. Max Nicou, erlöst von Unterhaching, hat seine Karriere jetzt beendet. In Unterhaching. In Unterhaching, ja. Er wird irgendwie so bei seinem Heimatverein in, wie heißt ich glaube, Brien oder sowas. Das ist, glaube ich, irgendwo im Chiemsee, wenn ich mich jetzt nicht aus der täusche. Ja. Da wird er, glaube ich, irgendwie so, also das ist irgendwie B-Klasse oder irgendwas, da wird er, glaube ich, irgendwie nebenbei Trainer sein und. Bestimmt Spielertrainer. Nee. Das kommt noch. Anscheinend erhofft sich das der Vorstand, aber das hat er nicht vor. Das hat er nämlich in einem Interview gesagt mit der Süddeutschen und das Boah.
Werden wir einfach mal verlinken, weil der wird nämlich auch gefragt, wo er so seine beste Zeit hatte, weil er hatte doch diverse Vereinswechsel gehabt und so weiter. Und da sagt er doch auch so, ja, das erste Zweitliga-Jahr hier beim SV Wien, das da war schon, halt auch richtig gut. Da war auch richtig gut, ja. Und auch schon eigentlich bei seiner ersten Zeit in der Regionalliga, damals hier in Wien, da war er sogar mal Torschützenkönig. Also, ja, aber halt Regionalliga. Naja. Ja, du siehst ja, was aus guten Regionalliga-Stürmern werden kann. Genau. Bis zum Nationalspieler hat es gemacht. Schwingt da die Hoffnung. Hat er irgendwie, weiß ich, was war es, ein Länderspiel für Rumänien gemacht oder irgendwas? Ja. Aber da habe ich ja mit Max Nico einiges gemeinsam, weil ich fand. Hast du auch für Rumänien gespielt? Oder Christoph Daum noch damals? Nein, das erste Zweitliga-Jahr mit Wien, das war wirklich das Geilste. Also, ja. Okay. Ja. Was soll man dazu sagen? Da haben wir alle was mit Maxi Kuchen gemacht. Die Liebe zu Unterharing ist es jetzt nicht. Ja. Weil die habe ich eine Schale von denen noch. Genau, das. Kannst du mal bitte meine Küche verlassen? Stadionverbot. Die Meistermacher. Dann gibt es außerdem noch Fabian Franke. Der wird Halle verlassen. Da weiß ich noch nicht, oder habe ich noch nicht gelesen, wo er hingeht. Ich sag's nicht. Na? Frankfurt wäre doch gut. Muss ja nicht die Eintracht sein. Er könnte aber auch nach Nürnberg gehen. Fabian Franke. Als Franke? Okay. Ja. Geht auch. Wir hätten mit dieser Wortwitz-Scheise nicht anfangen dürfen. Ihr seid zu viel auf Twitter. Das bekommt euch nicht. Aykut Öztürk geht von Zwickau weg. Oder bekommt da keinen neuen Vertrag mehr. Da gibt es noch kein neues Ziel. Und dann ist wohl auch. Der geht nach Lotte. Fröhliches Transferraten. Möglicherweise, ja. Hansa Rostock hat ja Marco Königs verpflichtet und gibt dafür dann gleich zwei Ex-Wehen ab. Sowohl Sufjan Benjamina als auch Marcel Ziemer bekommen da wohl keinen neuen Vertrag mehr. Wie alt ist denn Ziemer? Kickt er überhaupt noch weiter? Ziemer wird es schwer haben, glaube ich, einen Drittliga-Verein zu finden. Würde ich jetzt mal einfach schätzen, das so aus der Ferne. Top austrainiert. Ich glaube, der war selbst zu seinem besten Zeitpunkt austrainiert. Ich glaube, der geht als Ersatz für Guder nach zu Weiche Flensburg. Ja, warum nicht? Der geht bestimmt wieder irgendwie in die Pfalz. Oh, vielleicht geht er zurück nach Kaiserslautern. In die zweite Mannschaft. Dachte ja, dass er jetzt nicht zum Drittliga-Verein geht. Mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Schifferstadt. Oder vielleicht nochmal Hildesberg oder sowas. Ja, sowas. Ja. Dann unser alter Freund Joe. José-Pierre Wunguidika. Wunguidika. Ich habe bis heute nicht gelernt, wie man den richtig ausspricht. Unser Joe. Unser Joe. Verlässt Sandhausen und wechselt nach Saarbrücken. Saarbrücken? Wir hatten das da reingeschrieben. Ich. Ah. Und wann kam das raus? Schon länger her. Ah, hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, also das war ja auch ein Abgang, der wehtat damals. Ja. Allerdings hatte er in Sandhausen viel Verletzungspech, glaube ich auch. Der hat sich da schon direkt in der Vorbereitung verletzt. Ich glaube, der hat dann, glaube ich, schon gleich in der ersten Saison dann irgendwie keine drei Spiele gemacht, so ungefähr. Und ja. Vielleicht. Das Potenzial hatte er für die zweite Liga. Er hat halt einfach sau viel Pech gehabt. Ja, das ist richtig doof gelaufen für ihn. Sehr schade. Und der geht jetzt nach Saarbrücken. Ah ja, na gut. Wenn es stimmt, was ich geschrieben habe. Ja. Ich nehme an, du hast deine Quelle mindestens von der Qualität des Kicker dazu. Darf ich noch einen ergänzen, der jetzt gerade kurz vor der Aufnahme kam? Hat die Eintracht gemeldet, unser Podcast-Freund Renat Dadaschow. Den wir schon mehrfach erwähnt haben, ja, weil er mal bei Wien in der Jugend damals gespielt hat. Du hast dich schon ein paar Mal über ihn aufgeregt. Ja. Und der ist ja dann, also der ist jetzt zur Eintracht dann wieder zurück, hat einen Profivertrag bekommen und in der U19 gespielt, ist aber in der U19 rausgeflogen, weil er sich da mehrfach daneben benommen hat. Ja. Und die Eintracht hat jetzt seinen Abgang vermeldet. Er geht irgendwie nach Portugal zu einem Absteiger, also spielt demnächst portugiesische zweite Liga. Wow. Ja. Was für eine Karriere, aber er hat Verein gefunden. Ja, und immerhin ein Profiklub. Nachdem Marvin aus dem Eintracht-Podcast ja ihn schon zu uns reden wollte, Grüße. Ja, ich glaube da, ich sag mal hier in der größeren Umgebung, oder wahrscheinlich im gesamten deutschen Fußball dürfte verbrannt sein, ist der Name wahrscheinlich einigermaßen verbrannt. Ja. Also vielleicht Portugal weit genug weg. Aber das nur so als Ergänzung, weil wir ihn schon so oft erwähnt hatten hier. Okay. Jo, dann wären wir soweit eigentlich durch.
Du hast mein buntes Hinweis übersehen. Ich habe dein buntes, oh ja, tatsächlich, ja genau. Was gibt's? Warte mal, Kapitelmarke. Was gibt's aus der Kategorie buntes? Habe ich gestern noch reingeschrieben, weil Steven Ruprecht im Urlaub irgendwo in Dubai oder so. Und das habe ich sogar gesehen. Und schön aktiv bei Insta natürlich. Ja, und die spannendsten Insta-Stories. Natürlich. Und verhechtigte. Strand und das ist nur weil du meine nicht. Ich dachte eben, aktiv in Dubai meintest du jetzt was anderes, bezogen auf die Schlagzeile, die du da reingeschrieben hast. So. Nein, ich glaube, so schnell ging das nicht. Ja. Nein, er hashtagte dann irgendwie seinen neuesten Post mit Father-to-be. Oh, Father-to-be? Ja, was wohl so. Ich habe mich nicht getraut, auf diesen Hashtag zu klicken, weil ich mir ungefähr vorstellen kann, was da für ein Zeug dahinter kommt. Aber es ist ja nur eine sehr klare Aussage, dass er dann wohl bald Papa wird. Ja, ob er sich dann neben die Initialen seines Hundes dann auch, ja, genau. Das Geburtstag seines Kindes dann tätowieren. Hoffentlich ist noch Platz gelassen. Ja, ich habe ja auch im Postillon gelesen, dass nach der DSGVO, wie heißt das, diese Datenschutzgrundverordnung, darfst du ja weder Namen noch Geburtsdaten von deinen Kindern jetzt noch auf den Arm tätowieren. Ne? muss er irgendwie mit dem Tintenkiller dran. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, das wollte ich nur mal so als Buntes eingeworfen haben. Genau, dann schon mal Gratulation und alles Gute dem werdenden Vater und natürlich Grüße an Frau Ruprecht. Heißt sie so? Wahrscheinlich. Natürlich heißt sie Frau Ruprecht. Ich glaube, die sind nicht verheiratet, oder? Ach so, oder heißt sie dann... Weiß ich nicht, wie die heißt. Sandra Ruprecht ist dann LSR 19. Und der kleine Kevin Ruprecht... Eieiei. Ja, der braucht natürlich auch einen Namen mit S, ne? Ja, Sven. Ja, genau, damit er die Kappen und die Shirts vom Papa auftragen kann. Was würde sich freuen, wenn der 18 ist? Hier, ich habe zu deinem 18. Geburtstag hier so einen riesen Karton, den habe ich schon vor 20 Jahren vorbereitet. Das ist alles doch egal. Wir haben hier so Timekapseln Zeitkapseln gemacht. Ja, genau. Das neueste Design. Ja. Sehr schön. Ja. Das klappt, wir werden ihm eine kleine Namensauswahl schicken. Sollen wir das tun? Ja. Vielleicht lauern wir ihm demnächst mal auf, so beim Training oder bei. Sollen wir erstmal abwarten, was es denn wird? Das vereinfacht die Namen. Es soll ja auch Frauennamen mit S geben. Also sogar mehr. Sogar innerhalb einer Familie ein paar mehr, ja. Frag mal meine Oma, die rastet immer noch aus. Sonja Ruprecht. Was soll ich dazu sagen? Ja. Ja, SR. 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 Die allerbesten, SR. Ja. Ja, dann. Kann das Kind auch einfach SR als Vornamen nennen? <oder? lacht> Ein SR mehr ab. Wieder. Oh, das war. Ich wollte auch was sagen, aber das war nicht so gut. Das war nach dem Königstransfer, kam jetzt der Königswort. Es ist mehr am Tisch. Es ist schwer, spät, es ist spät. Ich entschuldige mich in aller Form. Aber der Sendungstitel ist da. Ein SR mehr am Tisch, ja, würde ich sagen, das läuft, ja. Das machen wir. Nichts mit Sendung. Ja, alles gut. Alles gut. Hoffentlich habe ich noch Eiswürfel im Tiefkühlfach. Um erstmal runterzukommen jetzt. Mhm. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Schnaps. ich bin gefahren übrigens. Ja. Ich glaube nicht, dass ich bei Sonja einen Schnaps kriege. Nee, glaube ich auch nicht. Ich vermute, dass Sonja überhaupt keinen Alkoholiker hat. Also, nee, ich trinke aber auch keinen Schnaps. Also. Ich glaube, ich habe noch so einen Eintracht Frankfurt Fanclub Äppler. Ich habe nur was im Handschuhfach. Falls im Stau mal länger dauert. Das schwitzt mir direkt raus bei den Temperaturen. Wollt ihr noch was explizit hassen oder ja, bist du mit deinem Mutter? Micha hat mich doch in der Hassrubrik abgelöst. Hat er noch was aufgeht? Ja, bei den Montagsspielen tatsächlich scheiß Uhrzeit mit 19 Uhr. Für den Montag finde ich es nochmal schlechter wie 20 Uhr, gerade wenn du auch auswärts dahin fahren wolltest. Und dann halt auch einfach die Häufigkeit. Das ist dann, wie gesagt, 29 Spieltage, das Ding gibt mit fadenscheinigen Begründungen. Es wird sich kein Arsch mehr dadurch ein Drittliga-Abo holen bei der Telekom. Die meisten kriegen es ja eh noch geschenkt, wenn sie da eh Kunden sind. Und es könnte natürlich sein, dass das ausläuft jetzt. Ne? Jetzt mach doch nicht die Hassung, bring mal Fakten kaputt. Zwei Jahre lang kriegst du es umsonst. Okay, gut. Das heißt, ich bin noch ein Jahr safe. Und dann steigen wir auf. Genau. Und
Und das ist ja das Schlimme, dass mittlerweile ist dann egal, ob der erste, zweite oder dritte Liga spielt, das überall das scheiß Montagsspiel. Ja. Und in der dritten Liga sogar noch die meisten. Allein schon deshalb, weil es die meisten Spieltage gibt. Aber gibt ja nee, also das in Kombination mit der Uhrzeit und eben auch diese Sonntags, ja, wenn halt 20% der Spiele sonntags stattfinden, dann spielst du halt auch 20% der Spiele sonntags. Ja, also sprich, bei 38 Spielen, ja, das sind ja 7 Spiele sonntags und 3 montags und meine Freitagsspiele finde ich ja ganz cool. Also das nervt dann halt schon. Außer am ersten Spieltag vielleicht. Und nein, es ist natürlich so, wenn man Wochenende wegfahren will und der Verein spielt montags, klar, dann, wenn das für dich ein Grund ist, nicht wegzufahren, fällt der weg. Aber trotzdem, also es wird weniger Stimmung da sein, weil weniger Fans insgesamt da sind. Ja, also ich werde mir montags jetzt nicht Groß Asbach gegen Rostock angucken oder Osnabrück gegen Lotte, nur weil das dann da kommt. Die Zuschauerzahlen zu vergleichen wird natürlich sau schwer, weil jetzt natürlich einige Zuschauer oder Vereine mit größerer Fanbase vermutlich dazukommen. Du musst, im Prinzip musst du den Zuschauerschnitt vergleichen von den anderen Spieltagen zu dem Montag. Von einem einzelnen Verein. Mhm. Ja, also wie viel Zuschauer kommen durchschnittlich weniger an einem Montagsspiel? Was auch wieder schwierig ist, weil es vom Gegner abhängt und so weiter. Gegner, bitte. Ja. Politische Lage. Ja, aber dann, ich meine, wenn sie sich hinstellen und sagen, hier, wir haben mit der Telekom verhandelt, die wollten das so haben, dafür gibt es mehr Kohle, jetzt ist es so, dann wäre es wenigstens ehrlich. Ja, und dann noch so komische Begründungen dahinter zu schieben mit, ja, eine Bühne bieten und, ja, alles. Ja, die gleiche Scheiße wie in jeder Liga. Ja, ja. Von daher, hast recht, ja. Ich hätte das auch nicht gebraucht. Wer mag schon Montage? Genau. Ja. An der Stelle könnten wir jetzt die Boomtown Rats einspielen. Was ist heute eigentlich? Montag. Ha! Genau. Unser ja, der Podcast Montag, der ist cool, ja. 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 Den geben wir auch nicht auf für so eine Scheiße. Ach, außer wenn wir ihn spielen. Ja, du hast gesagt, du boykottierst. Dann machen wir es danach. Ja. 19 Uhr. Das ist super eigentlich. Also Montagsspiele sind ja super. Ja, geil, da können wir uns danach direkt noch irgendwo in den Fanräumen hinsetzen. Haben wir sowas? Ja, vor 9 fangen wir eh nicht an. Ja, stimmt. Oh ja, geil. Nehmen wir direkt. Danke, DFB. Direkt noch ein Interview mit dem Rehm. Nehmen wir einfach direkt mit dem Handy auf und fertig ist die Laube. Ja. Stellen uns dann dahin. Ja, uns ist doch die Qualität egal. Ja. Aber kannst du es auch an einem kalten Mittwochabend im November hören? Ja. 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 Wobei. Meistens die Handyaufnahmen waren besser als unsere. Ja, ansonsten muss ich sagen, dass es erstaunlich viele Neuigkeiten gab jetzt so von Sommerloch. Keine Spur, ständig irgendwelche lustigen Neuigkeiten aus Krefeld, aus München. Wer spielt bei uns im Zentrum? Ja. Das ist noch die große Alles Lage. Noch nicht geklärt vom Trainingsauftakt. Ja, also dafür, dass jetzt am nächsten Montag, also genau heute in einer Woche, das Training losgeht, da müssen jetzt dann so langsam Mittelfeld mal rumkommen, ne? Mit News. Ja. Guck mal, wie lange das Transferfenster auf ist. Ja. Aber vielleicht fragen wir die Kollegen in Braunschweig mal, wie die das so sehen. in Kaiserslautern war heute schon Trainingsauftakt, habe ich gelesen. Lautern und Zwickau war gestern. Ja, also laut heute hatten irgendwie 1500 Fans wohl da zum Trainingsauftakt. Boah. Also, Abstiegsfrust, keine Spur. Naja, da hast du jetzt nur noch die gescheiten Leute, die kommen. Ach, die ganz gescheiten, ja. Ganz laut, Sonja. Naja, im Sinne von, auf die du dich wirklich verlassen kannst. Okay. Okay, dann würde ich sagen, soll es mal reichen. Weitere Neuverpflichtungen bekommt ihr eh mit auf den üblichen Kanälen, also zweifelsfall über den Verein, aber wir werden das sicherlich dann auch mal retweeten, reposten, liken, teilen, was macht man so alles. Manchmal sind wir auch schneller. Ja, das stimmt. Und falls ihr WM schaut, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Du guckst alles, Micha? Ich gucke vieles, so viel wie geht.
Ich finde trotz aller Nebengeräusche, dass das ein schöner Wettbewerb ist. Mich interessiert das, was eben auf dem Platz passiert. Und gucken, ob es die Kleinen noch gibt oder nicht mehr. Ja. In der Vorrunde. Laut Sonja gibt es noch ein paar. Ein paar kleine? Ja, die wollen. Oh Gott, ich habe mir Norwegen gegen Panama angeguckt auf der Zone. Also Panama war so schlecht. Panama ist qualifiziert? Panama ist dabei. Und Norwegen nicht, das ist auch okay. Schon wieder zum Kotzen, ne? Aber doch. Aber gut, wir waren auch relativ schlecht, von daher, vielleicht steigert sich auch Panama. Ja, gut, das ist, aber meinst du, Panama ist eine Turniermannschaft. Aber das hat auch Tradition eigentlich, dass man so die Vorbereitungsspiele eigentlich. Ich habe bei dem einen Podcast jetzt auch gehört, dass man vor 2014 war man sich auch, hatte schon mal diese Schulterverletzung und klappt das überhaupt? Und Schweinsteiger war nicht fit, Lahm hat erst im Zentrum gespielt, Klose war nicht fit. Es ist alles während dem Turnier irgendwie. Kedira war nicht fit, so jedes Mal das Gleiche. Dann kam der Geist des Campo Bahia. Gut, der fehlt jetzt vielleicht. Wie heißt das jetzt, das ist so niedlich? Da Watun Tinki oder so? Ja, genau. Nicht ganz das, hübsche das, Bilder von gesehen. Das, aber das klang eher so nach Südsee, ja. Ja, aber es sieht aus wie Sozialismus. Sieht aus wie Chemnitz neben dem Stadion. Ja, genau. Ja, ich erkenne ein Muster. Ja, keine Ahnung. Also, ich werde jetzt dann die eine Woche, die ich noch da bin vom Urlaub, werde ich sicherlich auch das ein oder andere Spiel schauen. Einfach nur so, weil man halt schaut. Und dann im Urlaub werde ich vermutlich das meiste verpassen mit der Zeitverschiebung. Naja, mal gucken. Sonja schaut da halt auch, wenn halt sonst nichts abends in der Glotze kommt. Ja, nebenbei werde ich es laufen lassen, das wird jetzt meinen Blutdruck nicht in die Höhe treiben. Ja, ist jetzt kein... Norwegen ist nicht dabei. Dänemark ist Dänemark ja, ist auch dabei. Ja, ne? Ja. Genau. Schlägt dein Herz für Dänemark? Ja, würde mich schon freuen. Auch bei den Schweden auch, wenn die es einigermaßen weit packen. Ist Zlatan jetzt eigentlich dabei? Zlatan ist nicht dabei. Okay. Auch der Lord Bentner ist auch nicht dabei. Oh. Der war nicht ganz fit, den haben sie dann wieder heimgeschickt. Der Lord. Aber gut, das ist ja nur fair. Aber das Thomas kann, Görl ist ja auch nicht dabei. Genau, ja. Das kann aber vielleicht den Mannschaften auch helfen, wenn sie nicht so diesen einen Superstar da mitschleppen, der sich da so mit reingezeckt hat. Wir sind immer noch bei Lord Bentner. Naja, vom großen Namen her halt, ne? Das ist ja immer noch ja, der. Aber Dänemark hat auch schon ein paar Kaliber, die internationale Klasse spielen. Herr Eriksen vor allem. Ja, der zum Beispiel, der ist Tottenham, ne? Ja. Ja, so. Und dann hier Dings, wie heißt der hier, der Verteidiger von Gladbach, Westergaard. Ist er auch schon mal. Ja, die können schon, die. Ja, schon. Aber gut, also Weltmeister werden die jetzt halt auch nicht. Nee, aber. Ja. Schweden wird wahrscheinlich mit Mexiko im zweiten Platz kloppen und. Haben den Vorteil, dass sie gegen uns in der zweiten Partie spielen, wo wir ja meistens. Ja, Schweden ist ja bei uns nicht. Ja, Schweden hat ja. Deutschland hat ja meistens in das zweite Spiel so einen kleinen Hänger. Ja. Und gewinnen das nicht. Oder spielen das unentschieden. Und Dänemark ist mit Frankreich an der Gruppe, ne? Gegen Serbien haben wir auch mal verloren, irgendwie, ne? 2010 war das. Oder Kroatien? Nee, ich glaube Serbien. Kann sein. Also. Kroatien 98. Ja, also, ja, genau. Nee, also. Ich gucke das wieder sehr gerne, habe mir auch eine Woche Urlaub genommen, um das einigermaßen in Ruhe gucken zu können. Und ja, wie gesagt, ansonsten ist dann ja auch schnell wieder Sommerfahrplan angesagt. Genau, kann man wieder ruhig Testspiele gucken gehen. Dann lieber Drittliga. Ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja richtig, Testspiel richtig. Gucken und danach dann immer noch dann irgendwie sich irgendwie dann. Vorrundenpartie. Aber ich werde dann am Wochenende des Finales wir fahren donnerstags schon los über Füssen und samstags fahre ich dann nach Südtirol, also bin dann in Italien. Das war ich zuletzt 1990. Da sind wir auch samstags nach Italien gefahren als Familie und haben dann da das WM-Finale geguckt. Ja, hättest du jetzt nach Russland fahren müssen? Ja, gut. Weil das ist ja noch nicht, ne? Ja, das ist mir aber jetzt nicht sehr klar. Weißt du, hast du wieder nicht durchdacht, die ganzen Mister, ey. Ja. Aber gut. In Italien ist bestimmt große Euphorie jetzt rund um die WM. Die zeigen das bestimmt gar nicht. In Thailand oder Moskau, Hauptsache Italien. Genau. Ja, genau. Okay, dann bis in 4, 5 oder auch 6 Wochen. Eher 6 als 4, denke ich mal. Ja, dann. Tschüss. Tschüss. Einen schönen Sommer. Ciao.